Krieg hat die Regel, dass es keine Regel gibt. Es geht nicht um die Ukraine. Es geht darum, dass wir uns in Europa auf ständige Scharmützel konzentrieren müssen, damit am Ende des Tages die Russen und die Chinesen als Wirtschaftsnation, als BRIC-Staaten nicht große Teile Europas übernehmen. Wir bereiten gerade wieder von deutschem Boden einen Waffengang gegen Russland vor und glauben, dass wir den gewinnen können. Und das Einzige, was bei der Sache positiv ist, ist, wir haben bisher nicht mit einer Generation zu tun, die schnell wie Windhunde ist, hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder, sondern das ist eine sehr woke, verweichlichte Generation, die mit dem Lastenfahrer zur Schule gebracht wurde. Mit denen wirst du keinen Feldzug hinbekommen. Weil diejenigen, die wir schon mal hatten, die wirklich so waren, ja, diese Generation, die ist ja bis Stalingrad gekommen, aber nicht mehr zurück. Und wenn es nach mir gehen würde, würde ich einen exklusiven Shuttle-Service für die ganzen Taz-Redakteure und linken Redakteure und Maischbergers direkt in die Frontzone. Ich würde das finden, ich gehe auch mit, habe ich schon gesagt. Sag, na, wie ist es? Herzlich willkommen zu Klare Sicht. Ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe einen Gast hier, den ich fast 30 Jahre kenne. Und ich habe noch Anfangsschwierigkeiten, seinen Namen auszusprechen. Keyvan Sufi Savaş, ich kenne ihn nur unter Ken, seit ich ihn kennengelernt habe, aber ich akzeptiere alles. Da bin ich ganz offen, weil ich bin ja auch Künstlerin und wir können uns die Welt ja kreieren, wie wir sie möchten. So ist es. Herzlich willkommen, Keyvan. Schön, dass du da bist. Hallo Paula, wir haben uns wirklich verdammt lange nicht mehr also live gesehen, aber ich weiß natürlich, was du tust und ich weiß, dass du auch eine ganz hervorragende Sängerin bist. Wir kennen uns doch aus einem legendären Club in Berlin, das Delicious Donuts, was es so ja nicht mehr gibt. Das war eine der Urzellen, auch des Techno oder der Clubmusik in Berlin. Von daher, man läuft sich im Leben immer wieder über den Weg. Das ist toll, ja. Das ist wahr. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns bei der Droschba-Abfahrt gesehen, vor circa 7 Jahren. Genau. Da warst du da, da war ich da und wir haben auch gemeinschaftlich immer wieder Dinge unterstützt. Aber das ist das allererste Mal, dass wir öffentlich also miteinander sprechen. Das ist richtig. Ich war Türsteherin im Delicious Donuts. Ich war jung. Du warst fast jeden Abend da. Ich habe immer von Donnerstag bis Samstag gearbeitet und ich glaube, du warst von Donnerstag bis Samstag da. Ja. Und das war eine tolle Zeit. Mir ist aber aufgefallen, weil wir heute ja über Quo Vadis BRD sprechen und wohin gehen wir eigentlich mit Deutschland? Und wir beide können also auf so circa 30 Jahre zusammen rückblicken, seitdem wir uns kennen. Und ich muss ja sagen, mir ist aufgefallen. Wir waren jung und ich persönlich habe gedacht, wow, jetzt kommt der Frieden, wirklich. Also ich habe in den 80ern war ich auch auf der Straße gegen die Pershing-Raketen und gegen den Kalten Krieg und gegen diese Aufrüstung und alles. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin ja ein Tick jünger als du. Ich war 18, bin nach Berlin 1990, 91 direkt nach der Mauer. Ich war schon vor der Mauer da als 17, 16, 17-Jährige. Und ich dachte, jetzt gehst du rüber, jetzt ist Freiheit. Nur mir ist aufgefallen, in dieser ganzen Euphorie des Frieden haben wollens vielleicht innerlich nach so langem Kalten Krieg, ich bin im amerikanischen Sektor groß geworden, wenn ich das manchmal heute sage, sagt man, was, wo, was für ein Sektor? Und dann sage ich, naja, deswegen spreche ich American Slang, weil ich überall nur Amerikaner um mich hatte und das ist alles vergessen. Und da ist mir aufgefallen, wir waren in Aufbruchstimmung, Ost und West zusammen und Techno hast du angesprochen, Detroit war da, Paris war da, London Underground war da, wir waren alle zusammen, wir haben die Musikrichtungen gemischt, wir haben uns ausgetauscht und haben gedacht, jetzt beginnt wahrhaftig ein Frieden. Ha! Wir haben noch nicht bemerkt, was hinter unserem Rücken damals passiert, in dieser Aufbruchsstimmung, in dieser Anarchiestimmung, vor allem in Berlin. Wie ist es dir damals ergangen? Hast du da, so im Rückblick meine ich, nicht auch das Gefühl gehabt, ey, warte mal, unsere Euphorie in der Zeit haben die schon längst die Abwehrraketen hier in Rumänien, zumindest 1995 habe ich hier ein Interview geführt mit einem Admiral der US Army und ich dachte, was zum Kuckuck macht der in Rumänien, ja, da Rumänien, das ging gar nicht. Und da waren die stationiert schon. Jetzt kriegen sie die größere Basis, ich bin gerade hier in Rumänien, größer als Rammstein, kannst du dir das vorstellen, hier in Rumänien. Und meine Frage an dich, ob es dir auch so ergeht im Rückblick, dass wir durch die Euphorie, die wir hatten, gewisse Dinge nicht mehr aufgenommen haben. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Entschuldige.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber weißt du, während du damals bei der als Pershing nach Deutschland kam, auf die Straße gegangen bist und an solchen Demonstrationen teilgenommen hast, dann habe ich an solchen Demonstrationen damals nicht teilgenommen. Was nicht bedeutet, dass ich ein unpolitischer Mensch war. Das war ich nie. Aber ich habe meine Art des Widerstands in der Art des Konsums und der Konzerte der Künstler gelebt, die ich besucht habe. Also ich bin ja auch Frank Zappa, und der hat ja nicht umsonst gesagt, das stimmt ja heute noch. Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Das ist ja leider wahr. So. Und wenn du von dieser Keimzelle Donuts sprichst und von dem, was damals in Berlin passiert ist, man ist damals nach Berlin gekommen, weil es keine Sperrstunde gab. Wir waren vielleicht so naiv zu denken, dass das allen gefallen würde. Also eine Stadt, die sich ihre Regeln selber gibt und das auf den Rest der Welt überträgt, nach dem Motto, wir können doch miteinander. Also das war ja so der Schmelztiegel, wo Ost und West aufeinandertrafen. Eben noch Checkpoint Charlie hätte jederzeit der Dritte Weltkrieg brechen können. Und jetzt ist es eine Stadt, wo man sagt, hör zu, lauter leerstehende Häuser, lass uns einen Club machen, die Regierung war noch nicht da, die Polizei war noch nicht da, und dann stellen die für Menschen aus allen Schichten und allen unterschiedlichen Wirtschaftssystemen fest, wir als Menschen können miteinander. Ich habe darüber nicht lange nachgedacht, und im Nachhinein hab ich das vielleicht als Selbstverständlicher, eigentlich geht es, und das müsste schon alle erfreuen. Im Nachgang ist natürlich klar, dass das insofern naiv war, weil wenn die Menschen untereinander gut miteinander können, wozu brauche ich dann Regierung? Und diejenigen, die die Regierung ins Amt bringen. Wenn ich Macht generieren will, dass also, wenn ich die tanzen lassen möchte und wenn ich als Teil einer Elite auch so erzogen worden bin, dass ich bitteschön Schäfer oder Besitzer des Landes bleibe, auf dem die Schafe dann weiden, wenn mir das alles weggenommen wird, weil die Schafe sagen, wir hören auf, Schafe zu sein, wir sind jetzt Menschen und wir brauchen das alles gar nicht mehr. Da fehlt mir vielleicht auch eine Daseinsberechtigung. Vielleicht muss man es auch mal von der Seite sehen, nach dem Motto, was mache ich denn jetzt mit meinem, ich kann jetzt gar nicht mehr herrschen. Und das geht aber nur, wenn ich wieder anfange zu teilen, wenn ich wieder Feindeslager schaffe und Angst generiere. Und dann ruft das einfache Schaf nach dem Schäfer und nach dem Schäfer und sagt, bitte beschütze mich. Also ich muss ein Problem schaffen, für das ich die Lösung anbiete. Ja, ich glaube, das ist aber keine neue Situation, sondern wenn man sich mit der Organisation von Macht generell beschäftigt, dann braucht man nicht erst, da kann man ja bis Rom zurückgehen, aber ja noch viel weiter. Das ist ja eine Machtpyramide, und in dieser Machtpyramide gibt es ganz klare Strukturen, wer wo sitzt und was zu wem sagt und wer wem wie gehorsam zu sein hat. Und der Punkt ist, wir alle befinden uns am Ende am unteren Teil der Pyramide, und wir könnten uns jetzt mal die Frage stellen, ob das, was man uns als Staat verkauft, eigentlich wirklich das ist, was wir glauben, was es ist, nämlich dass alle selbstbestimmt leben können oder gut organisiert, gleichberechtigt auf Augenhöhe, oder eben, ob das überhaupt nicht der Fall ist, sondern wo wir eigentlich immer nach oben gucken, die Obrigkeit, daher auch der Name Einschüchterungsarchitektur, und wir haben gefälligst das zu tun, was von oben kommt. Und wenn plötzlich die Menschen und die Bevölkerung sagt, ich will das nicht mehr, dass es da durchaus Leute geben kann, das haben wir uns jetzt aber anders gedacht. Und ich glaube, das ist der Fall im Moment. Ich glaube, das ist der Fall im Moment. Ja, also ich finde die Entwicklung Deutschlands also schon bedenklich. Ich meine, ich bezeichne mich als schon immer als Hippie. Ich bin mit Hippies groß geworden. Meine Eltern selber, die waren relativ konservativ, aber auch natürlich, die sind geflohen vom Ceausescu-Regime. Das heißt, meine Eltern haben mir Freiheit beigebracht. Ja, geh raus, such dein Glück, mach was aus dir. Wir haben es geschafft. Das war immer dieses Gefühl meiner Eltern. Wir haben es in die Freiheit geschafft. Tu etwas damit. Und das ist natürlich diese Frequenz, die auch in mir drin ist. Ich meine, wir wissen ja auch, dass du bist halber Iraner, halb Deutsch, halb Iraner. Ich meine, Iran hat auch eine spezielle Geschichte, und ich kenne viele. Ich war selber mit einem Perser zusammen, 3,5 Jahre zur Donutszeit übrigens. Ich habe die Kultur kennengelernt und habe also auch erkannt, wie feinfühlig diese Menschen auch mit der Sprache umgehen und wie blumig das alles ist und wie schön eigentlich so eine Sprache sein kann. Viele sind aber auch geflohen natürlich damals. Das heißt, da waren viele aus dem Iran bei uns in Deutschland und auch in England und in anderen westlichen Ländern, weil die nämlich auch geflohen sind. Also ich denke, dass auch in dir eine Art von kleinem Samen der Freiheit halt existiert, vielleicht durch deine Vorfahren. Glaubst du, es ist gut, in der heutigen Zeit solche Dinge, die ich gerade beschrieben habe, also diese Suche nach Freiheit, nach der eigenen, dass das bei bestimmten Menschen nur ist oder dass das bei allen vorhanden ist?
Ich glaube, weil wir jetzt ja auch über Geopolitik reden, dass wir dann vielleicht auch noch einen Schwenk in die Richtung bekommen, was ich auch interessant finde, weil sonst kann man ja verzweifeln, wenn man das alles als, ich nenne es mal Flächenland, nenne. Weil ein Flächenland, es gibt ja auch ein Buch zum Thema, was Flächenland heißt, ein Flächenland, was sich nur in Fläche begreift, was wir als Metapher, wo wir nur in Fläche erleben können, da können wir keine dritte Dimension erleben. Und das sind die Erfahrungen, die wir aber hier machen wollen. Und deswegen glaube ich auch, können wir vielleicht später sagen, was kann man in so einem Flächenland eigentlich verändern? Es gibt Regeln, die sind da, wie beim Schach. Und solange du nach den Schachregeln spielst, kannst du Schach spielen. Wenn du ein etwas anderes spielen willst, dann wird es kein Schach mehr sein. Das ist dann was anderes. Also man einigt sich als Spieler auf Schach. Man könnte aber auch sagen, wir spielen Go oder wir spielen ein anderes Spiel. Ja, aber solange man sagt, solange das Schachfeld diese Raumzeit eben Schach ist, hat man vielleicht auch nur begrenzt Möglichkeiten, etwas zu ändern, weil man hat ja dieses Schach als Schachfeld gebucht. Aber zurück zu dem, was du gefragt hast, und jetzt verlasse ich wieder die Metapher-Ebene. Natürlich haben wir alle Menschen die Freiheit gebucht, weil wir kommen ja freiwillig auf die Welt. Das machen wir ja selber, da zwingt uns ja keiner dazu. Das ist jedenfalls meine Überzeugung. Und wir lassen uns ja darauf ein, dass wir auf einem Planeten dann als Menschen reinkarnieren, wo wir unmittelbare Erfahrungen machen. Das ist ja einfach so. Wir haben machen Erfahrungen und wir machen vor allem die Erfahrung der Konsequenzen. Unser Handeln oder Nichthandeln hat in irgendeiner Weise Konsequenzen, weil unsere Raumzeit endet. In der Ewigkeit ist das nicht der Fall. Aus der Zeit, wo wir kommen, aus der Ewigkeit, da kannst du, gibt's keine Konsequenzen, weil alles ist immer, alles ist eins und wir sind jetzt zersplittert, wir sind ja atomisiert als Erfahrung, wie es ist, atomisiert zu sein. Aber in der Einheit, wenn alles eins ist, das können wir uns ja auch gar nicht vorstellen, weil Vorstellung ist bereits eine Abgrenzung, sonst könnte man sich keine Gedanken machen. Da ist das anders. Aber wir haben nun mal diese Raumzeit gebucht und sehen hier eben unsere Macht und unsere Ohnmacht und sammeln diese Erfahrungen, um auf eine andere Ebene zu kommen. Wer sich das ausgedacht und warum das so sein soll? Warum das oft mit Schmerzen verbunden ist, da bin ich überfragt im Moment. Das kann ich so nicht sagen. Anders gesagt, ich glaube, dass man das, was man erfahren soll, am Ende nicht durch Sprache und Gedanken erfahren kann, sondern eher durch Meditation und sich dann mit einer mit Spiritualität und großen Weltreligionen dahingehend auseinandersetzen, dass man sich überlegt, das ist alles auch eine große Metapher. Der Mensch selbst ist auch eine Metapher. Er könnte sich die Frage stellen, welche Aufgabe er innerhalb der Schöpfung hat. Aber bleiben wir mal in der Geopolitik und in der Realität, in der Raumzeit. Wir kommen auf die Welt und machen die Erfahrung der Geburt. Wir kommen mit einem großen Erfahrungs- und einem großen Vorschuss von Vertrauen auf die Welt, weil wir stellen ja von jetzt auf gleich auf Sauerstoffatmung um. Tun wir ja, obwohl wir das nicht geübt haben. Und gehen davon aus, dass auf der anderen Seite uns jemand erwartet, der uns in die Arme schließt und liebt. Das ist ja auch bei 99,9% so. So, und da werden wir auch geliebt, aber wir merken relativ schnell, dass wir spätestens ab dem vierten oder fünften Lebensjahr das, was man uns eigentlich so gibt, nämlich Liebe, dass wir die dann nur noch gegen Bedingungen erhalten, wenn wir uns entsprechend verhalten. Da gibt es Regeln. Und wenn wir uns nicht an die Regeln halten, dann werden wir emotional abgestraft, dann hat man uns nicht mehr so lieb, also Liebesentzug in irgendeiner Art und Weise. Und wenn wir aber alles machen, was man von uns erwartet, dann werden wir erzogen, sagen wir Neudeutsch, dann sind wir brave Kinder und dann signalisiert uns das Umfeld gut gemacht. So. Und die Freiheit, diese Regeln aber zu durchbrechen und eigene Regeln aufzustellen und auch Dinge zu hinterfragen, die ist in uns, aber man stutzt uns die Flügel. Das passiert ganz schnell. Es gibt Schulsysteme, da versucht man den Menschen möglichst und was sein Ego und sein Ich ausmacht, möglichst unbeschädigt zu repräsentieren. Montessori kann man da vielleicht nennen oder auch die Waldorfschule. Aber in allen klassischen Schulsystemen wird man auf das System vorbereitet, in dem man am Ende zu funktionieren hat. Das ist eine Welt der Lohnarbeit, wo man eben mit der entsprechenden Ausbildung an den entsprechenden Stellen genau das sagt, was von einem erwartet wird. Im Grunde ist es wie so eine Stechkarte. So sind Menschen nicht. Schau dir mal einen Sandkasten an. Wenn du da Menschen aus allen Herren Länder zusammenbringen würdest, also Kinder, dann spielt es keine Rolle, dass die unterschiedliche Sprachen sprechen, unterschiedliche Kulturkreise haben, sondern die spielen miteinander, die können miteinander. Und irgendwann wird uns signalisiert, dass wir aber Gruppen sind, zu wem wir gehören, zu wem wir nicht gehören und dass wir mit dem nicht können oder dass es da Übersetzer braucht. Und das akzeptieren wir. Kinder, ohne die Sprache des anderen zu können, brauchen keinen Übersetzer. Die spielen auch eher mit dem Karton. Die brauchen auch keine Spielregeln. Die finden sich in diesem Sandkasten ein. Das ist eine sehr schöne Metapher. Und können miteinander. Und irgendwann, je älter wir werden, bekommen wir dann mitgeteilt dazu, du gehörst zu jemandem und du hast dich gewöhnlich so zu verhalten, dass das zu dieser Gruppe oder zu diesem Clan passt. Wenn du das nicht machst, dann wird es quasi als abtrünnig abgesehen und dann wirst du mit Ausschluss bedroht, in Neudeutsch auch Homeoffice, und das hält ja keiner lange aus. So, das ist die Grundkonditionierung, in der wir uns alle befinden, und aus diesen Bausteinen werden Staaten und Staatsmänner gemacht. Und wenn wir das mal verstanden haben, dass das alles Endprodukte der Konditionierung sind, dann kann man sich selbst die Frage stellen, ob man mit diesen vorkonditionierten, geschliffenen, manipulierten Wesen eine neue Welt bauen kann. Und ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube, dazu müssen wir an die jüngste Generation ran. Das sind also Kleinkinder und die eher beobachten und sich überlegen, was machen die aus denen? Muss man aus denen überhaupt irgendetwas machen? Ja? Oder aber kann man von denen sehr viele Dinge lernen? Aber die werden ja auch passend gemacht. Wir sind ja jetzt in einer Zeit, da gibt es sowas wie Kindergärten und Schule, aber die Schulpflicht ist ja auch nicht erfunden worden, um Kinder das Lesen und Schreiben beizubringen, sondern um sie für einen Industriestandort fit zu machen. Aber es gibt ja auch Personen, die nie auf eine Schule gegangen sind, von ihren Eltern anders erzogen wurden, nämlich Kinder haben ab Werk eine Neugier und diese Neugier wird bedient. Wenn Kinder sich für die Natur interessieren, dann lehrt man sie in der Natur, was ein Grashalm ist, wie Schmetterlinge und dann lernen die ganz anders. Das heißt, die Bereitschaft, etwas wissen zu wollen oder die Neugier ist den Menschen angeboren. Später sagt man immer, Neugier muss man wecken. Das habe ich auch sehr lange gesagt, bis ich gemerkt habe, schon sprachlich, nein, Neugier muss man eigentlich erst dann wecken, wenn die eingeschläfert worden ist. Der Mensch kommt neugierig auf die Welt. Der Mensch ist ein Fragesteller. Der Mensch macht nach, der Mensch will verstehen. Ich habe 4 Kinder und denen sage ich nicht, hör zu, stell mal eine Frage, sondern Kinder stellen dauernd Fragen. Nicht, stell doch mal eine Frage. Und wenn du die richtigen Fragen stellst und die richtigen Antworten gibst, dann kriegst du ein Bonusprogramm. Wenn du schnell laufen lernst, schnell sprechen lernst, dann kriegst du in der Zukunft irgendeinen Tesla und einen Netflix-Anschluss. So ist das nicht. Sondern so sind Menschen. Und wenn wir uns mal die Metapher Mensch anschauen, dass Menschen verstehen wollen, dann können wir uns die Figuren, die uns heute beherrschen, angucken und sagen, wollen die eigentlich verstehen oder haben die verstanden, was sie besser nicht hinterfragen? So, und das ist die Gesellschaft, mit der wir es zu tun haben, weil deine Frage ja auch darauf abzielt. Mir hat die Gesamtsituation dahingehend geholfen, vielleicht noch das Ganze zu dekodieren und sagen, was sind wir eigentlich? Und wir betrachten uns gegenseitig und auch die Personen in den Führungsschichten immer bereits als ein schon sehr geschädigtes Produktmensch. Das ist so ähnlich wie mit Krankheit. Wir betrachten Krebs immer am Ende. Wir müssen fragen, wie entsteht Krebs überhaupt? Was ist der Grund für Krankheit? Und wir behandeln immer das Ende. Das heißt, wir kommen dann mit irgendwelchen Mitteln, die den Schmerz betäuben, aber die Ursache nicht hinterfragen. Und das Dilemma, was wir auf diesem Planeten haben, ist eben, dass wir verlernt haben, die Grundmetapher Leben, die Grundmetapher Schöpfung überhaupt zu dekodieren. Sondern der Mensch, man sieht es ja auch bei anderen Kulturkreisen, der macht Folgendes, seine Leistung besteht unter anderem darin, oder die Leistung der Eingeborenen besteht unter anderem darin, dass der Zivilisierte hingefahren ist und sie entdeckt hat. Vorher gab es die eigentlich, vorher hatten die gar keinen Wert. Sie sind entdeckt worden und können jetzt in die große Enzyklopädie der Menschheit eingeordnet werden unter primitive Völker. Das ist dieser ganze Irrsinn, dass wir rausgehen und aus der Natur etwas machen und Natur, aus der noch nichts gemacht wurde, das ist Unkraut. Sonst ist es Nutzpflanze. Und auch Menschen sind letztendlich Nutzpflanzen in diesem System. Was nützen sie wem? Und wenn wir uns von diesem Irrsinn mal verabschieden, auch dieses höher oder niedriger Leben, dass das gar nicht so ist, weil es gibt kein höherwertiges oder niederwertiges Leben im Wald, dann merken wir vielleicht, dass wir die Metapher Natur gar nicht verstehen, sondern wir haben dieses Bibelzitat wohl falsch verstanden. Mach dir die Erde untertan. Es ist natürlich Quatsch. Versuche herauszufinden, was das eigentlich alles ist. Und dann würde man mit viel mehr Demut in der Weltgeschichte umherlaufen und sich die Frage stellen, nicht was man sich gegenseitig antut, sondern wie schön könnte es auf diesem Planeten sein, wenn man grundsätzliche Fragen versucht zu beantworten und feststellt, dass wir das natürlich nie können. Weil niemand kann dir am Ende die Frage beantworten, was soll denn das alles? Das kann ich nicht beantworten. Und ich glaube, weil wir auch, wir kommen noch auf das Thema Krieg und Frieden. Ich habe 4 Kinder auf die Welt gebracht, also ich war dabei. Ja? So. Und ich kann nur sagen, ich war bei diesem wirklich sehr schmerzlichen Prozess dabei. Und es hat mir einen Grundrespekt, den ich ja schon vorher hatte, vor dem Leben an sich eingeflößt. Ich würde niemals auf die Idee kommen, leichtfertig Menschen an die Front zu schicken, damit sie andere Kinder umbringen, weil das ist Krieg. Junge Menschen bringen andere junge Menschen um, weil ältere Menschen mit Besitz noch mehr Besitz haben wollen. Auf so eine Idee käme ich gar nicht. Aber diejenigen, die uns da schicken, schicken ihre Kinder ja auch nicht, weil für die sind wir um unteren Teil der Nahrungskette. Und all das müssen wir als eine Grundkonditionierung erkennen, dass wir in den eigenen Reihen Leute haben, bis zu unserem Pistorius, die glauben, es müsse so sein, weil es muss doch eine Ordnung hergestellt werden. Aber von wem ist diese Ordnung? Das ist eine menschliche Ordnung, an die wir uns zu erhalten haben. Sonst könnte ja jeder machen, was er will. Dieses ganze Denken ist krank. Was glaubt ihr eigentlich, was passieren würde, wenn wirklich jeder Mensch machen würde, was er will? Das Dilemma, was wir haben, ist ja, dass keiner macht, was er will. Sondern die meisten machen das, was jemand will, den sie gar nicht kennen. Das ist das Ja, Dilemma. Darüber sollten wir nachdenken. das hast du so viel gesagt. Du hast das Wort Liebe benutzt, was in der Politik überhaupt nicht benutzt wird. Ja, also Ja, Liebe, naiv. absolut. Ja, wer über Liebe redet, der ist nicht ganz dicht. Das Problem dabei ist,
ist, dass wenn du nämlich die Selbstliebe wirklich praktizierst, sodass du Gott in dir sozusagen spürst, ne? Gott in dir und in allem, dann ist die Macht aller anderen verschwunden. Sie ist nicht mehr da. Und das ist die größte Gefahr. Und auch wenn man in die Geschichte guckt, ob das Gandhi war, der gesagt hat, wir bleiben im Frieden, wir bleiben in uns. Gut, da kann man auch gewisse Dinge kritisieren am Gandhi. Aber auch John Lennon, der gesagt hat, pass auf, du bist es. Oder selbst der Rudi Dutschke, unser Bewusstsein ist es, dein Bewusstsein ist, du bist es, du bist es, du bist es, du bist es. Und das ist das Gefährlichste auch, die Frau Ludendorff, die damals noch mit Hitler, also mit ihrem Mann und Hitler verbunden waren. Sie hat eine kleine Religion gegründet, die auch völkisch war, ja, aber sie hat gesagt, Gott ist in dir, du bist Gott. Es gibt eine Gottesseele, eine Volksseele. Und sie wurde verboten. Sie wurde, also ihre kleine Religion wurde verboten, von Hitler sogar, obwohl er selber völkisch war. Und dann habe ich gedacht und recherchiert und habe gesagt, warte mal, also Moment mal, alle, die irgendwie genau das predigen, ob das jetzt Aufklärer sind, Journalisten oder religiöse Menschen, die das erkannt haben oder spirituelle, alle die werden bekämpft, weil genau dieses Ding, dich zu lieben und zwar radikal zu akzeptieren mit den Gedanken, mit dem Geist, mit dem Körper, mit allem. Und dann beginnt nämlich etwas, wovor alle Regierungen, ja, alle Regierungen dieser Welt Schiss haben, dass du sie nicht mehr erkennst, warnest, nach ihren Regeln gehst, ja, du ignorierst sie. Und ich habe an der Tür gelernt damals, wenn ich einen Albaner ignoriert habe in der Schlange, kam der mit dem Messer nach vorne, ja? Deswegen habe ich gelernt, ignoriere niemals die Menschen. Die Ignoranz ist das Schlimmste, was du, das ist das Schlimmste, was du einem antun kannst. Und wenn du also dann so weit bist, dass du sagst, hey, was wollt ihr eigentlich von mir? Das sind eure Regeln. Ja, macht doch, was ihr wollt da mit euren Regeln. Dann haben sie komplette Macht verloren. Und deswegen sage ich, viele sagen immer, oh, mit Politik habe ich nichts zu tun. Oh, weit gefehlt. Politik ist genau das, was du akzeptierst, was du tust, was du denkst, was du isst, was du alles, alles, alles. Und da versuche ich ja auch seit über 10 Jahren aufzuklären, zu sagen, Leute, ja, manche sagen, oh, Paula ist so spiri. Quatsch mit Soße, spiri. Ich bin Künstlerin und nehme die Frequenzen auf. Ja, ich arbeite ja schließlich mit Harmonie, ne? Und ich merke, wenn eine Disharmonie da ist. Ob das jetzt in der Luft liegt oder im Ohr als Musik kommt, ja. Und ich glaube, da müssen wir alle aufpassen, weil jetzt kommen wir nämlich zu diesem Aktuellen, wo wir zensiert werden, verdrängt werden. Und wir wurden ja beide, ich mit meinen 7.000, 8.000 popligen Abonnenten, Entschuldigung, natürlich netten Abonnenten auf Facebook, die haben mich vor 8 Jahren, ich bin bis heute Shadow gebannt, wenn ich einen YouTube-Link setze. Habe ich von 8.000 Leuten nicht mal ein Like, kannst du dir das vorstellen? Nicht mal ein Like. Und deswegen mache ich da nur noch Katzenbilder oder Bilder von mir im Urlaub. Ich rede da gar nicht mehr über. Und dann manche fragen mich nach, das ist nämlich auch ein Realitätsverlust oder in eine andere Realität zu kommen. Und manche meiner 8.000 fragen, ja, Paula, bist du überhaupt noch da? Und ich mache eine Sendung nach der anderen. Ich mache was seit Jahren und es kriegt keiner mit. Es kriegt einfach keiner mit. Ich sage immer, ich bin Untergrund-Kanalarbeiterin. Auch noch auf Telegram. Wir werden ja sehen, wie lange wir das noch dürfen. Also was sagst du zu meiner Theorie, dass die Großen da oben, die sich so für groß halten, die größte Angst haben, wenn du die Macht in dir übernimmst? Ich glaube, das ist immer so, wenn du erkannt hast, dass dir am Ende des Tages nichts passieren kann, weil der Tod ist dir gewiss als großes Geschenk, dass dieser ganze 3D-Wahnsinn, den du ja selber machst durch die Gedanken, dass sich das auflöst, dann verlierst du eben die wichtigste und die größte Angst überhaupt, die man ja in dich hineinbringt. Ich glaube, dass du nicht, wenn du könntest nicht geboren werden, wenn du die Angst vor dem Tod hast. Ich glaube, das ist die Bedingung, um geboren werden zu können, dass du ohne Angst vor dem Tod auf die Welt kommst und die wird dir aber dann hier verpasst.
Ich versuche das abzulegen, das gelingt mir auch mehr oder weniger. Wir alle haben natürlich Angst vor einem schmerzvollen Tod, vor dem Leid. Das ist klar, das möchte keiner gerne haben. Aber man sollte sich die Frage stellen, ob man Angst vor dem Tod hat oder eben nicht. Wir haben es bei Corona gesehen, viele hatten ja da nicht Angst vor dem Tod, sondern Angst vor nicht gelebtem Leben. Weil wenn sie jetzt gestorben wären, dann hätten sie ihr Leben ja noch gar nicht gelebt, weil bisher leben sie ein Leben, was sie schlucken bei am Wochenende, da machen sie ihr Hobby und dann gehen sie in Rente und dann fangen sie endlich an, aber leider wäre die Rechnung ja dann gar nicht aufgegangen. Also ich glaube, wenn Menschen die Angst vor dem Tod verlieren, womit will man sie dann erschrecken? Mit nichts. Das ist ja am Ende die der Konsequenz, ist Existenzbedrohung und endet am Ende unter der Brücke und dann irgendwie tödlich. Wie soll es mit beenden? Wenn man aber den Tod als ein Geschenk sieht, nach dem Motto, hör zu, Ätsche Bätsche, du kannst mich auch in den letzten Knast stecken. Irgendwann wird Julian Assange entkommen und zwar durch die Wände durch. Da hast du seinen Körper, dann werden Menschen, dann bist du weniger erpressbar. Und was ich mir wünschen würde, dass Menschen verstehen, dass es ein Ziel sein sollte, unregierbar zu sein. Was nicht bedeutet, dass man keine Regeln hat. Die Natur hat auch Regeln, die von uns nur falsch interpretiert werden. Wir sagen ja fressen und gefressen werden oder die Survival of the Fittest haben wir falsch übersetzt. Der Stärkere setzt sich durch. Das ist natürlich totaler Quatsch. Es ist nicht so, dass sich pauschal der Stärkere durchsetzt. Es ist so, derjenige, der sich am sozialverträglichsten verhält, der ist der Erfolgreichste. Das ist was vollkommen anderes. Es gibt in der Natur kein asoziales Wesen, was den Wald regiert, weil es einfach sich wie die Axt im Walde benimmt. Das ist nicht der Fall, sondern da herrscht ein Gleichgewicht, was wir nicht verstehen. Weil wir als Menschen in Dualitäten denken. Also entweder sind das Fressen oder gefressen werden, gut oder schlecht. Im Wald herrscht übrigens keine Demokratie, trotzdem ist es sehr friedlich. Wie geht denn das? Also das sind ja alles Dinge, über die man sich Gedanken machen könnte. Und da sind wir sofort in der Philosophie, die ich glaube, die man als Einstieg in die Spiritualität braucht, um grundsätzlich Fragen überhaupt zu stellen. Woran ich ja arbeite, und das glaube ich, das möchte eigentlich jeder, der sich auf diesen Weg begeben hat, ist, dass die Fragen verschwinden. Dass die Fragen verschwinden, dass es nur noch eine Frage gibt und die soll auch verschwinden. Und am Ende gibt es nur noch eine Antwort, die dadurch richtig wird, dass wir sie nicht aussprechen. Weil im Moment, wo man sich auf etwas konzentriert, also fokussiert, ist das ja immer falsch. Weil Denken ist immer falsch. Weil Denken bedeutet immer Perspektive und Einheit ist der Verlust oder nicht der Verlust, sondern das Aufgeben von Perspektive ist das Aufgeben von Ego. Wir kommen als Wesen auf die Welt und machen die Erfahrung des Ego. Aber es ist etwas Synthetisches. Das ist wie ein Schauspieler, der sein Sein mit der Rolle auf der Leinwand verwechseln würde. Und wir sollen aufwachen. Da sind wir bei Gurdjieff. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt, einer der letzten großen Spirituellen aus dem vorigen Jahrhundert, gesagt dazu, wir sind Schlafende. Wir wandeln und erkennen gar nicht, dass wir sind wie im Wachkoma. Und ab und zu blitzt es auf und das sind wir ja gar nicht. Finde heraus, dass was dieses Dasein, was du als Realität glaubst zu sehen, was das wirklich ist. Und das ist am Ende, glaube ich, ein großes Spiel, wo dir ständig auch Signale gegeben werden. Das, was du siehst, ist nicht alles. So. Und das heißt, es macht unglaublich neugierig auf das Leben und herauszufinden, was dieses große Rätsel soll. Und wenn du dich auf diese Suche machst, dann hast du gar keine Zeit dafür, in dieser Machtpyramide irgendeine Position zu erarbeiten und dann zu verteidigen. Das ist viel zu limitiert. Das ist viel zu lächerlich. Du kannst aber an diesen Menschen merken, dass sie über den Tellerrand nicht gucken können, weil es ist ein Tellerrand, der in ihrem Ego immer nur mit Sprache, mit Macht und mit dem, was wir Realität nennen, verknüpft ist. Aber das, was wir Realität nennen, ist nicht die Realität. Es ist ein Ausschnitt, so wie wir einen Ausschnitt von Licht sehen. Wir sehen aber nicht das Licht, was Bienen sehen. Das ist Licht, das ist für Bienen aber sehr wichtig. Wir sehen nur einen Ausschnitt. Und diesen Ausschnitt, den wir sehen, den halten wir für alles. Wir bekommen von der Sonne ein Milliardstel der Energie ab. Das reicht, um hier einen Sonnenbrand zu bekommen. Was ist mit dem Rest? Und so ist etwa unsere Wahrnehmung. Wir glauben, dass wir alles, was es gibt, diese Energie, dieses eine Milliardstel, wäre alles, was es gibt. Und der Rest gibt es eben nicht. Wir negieren das, wir bestreiten das. Und das zeigt eigentlich, also nicht alle, das zeigt die Leute, die das bestreiten, auf welchem Bewusstseinslevel die sind. Und da sind wir auch wieder beim Flächenland. Ich glaube nicht, dass man von außen diese Menschen auf ein Level heben kann, was sie von innen nicht schon haben. Du kannst das nur ansehen und es hat keinen Sinn, etwas zu kritisieren, was ist, sondern du kannst nur sagen, das, was ich gerne hätte, was anders sein soll an diesen Menschen, versuche ich in mir selbst anders zu sein. Du kannst eine Frau Baerbock nicht ändern. Das kann Frau Baerbock nur selbst. Weißt du, ich nichts gegen Frau Baerbock. Das sind ja alles Stellvertreter, die brav ihr Leckerli bekommen und Karriere gemacht haben, weil sie Frau Trampelung den Spillingen jetzt einen Industriestandort vertritt. Da hat sie ja Karriere gemacht. Aber in welchem System? Was bringt ihr das auf der Karma-Leiter?
die Frage wird sie nicht beantworten können, weil Karma hält sie wahrscheinlich für ein Produkt bei Aldi. Egal. Ich will mich da auch gar nicht drüber lustig machen. Nur wenn wir diese Figuren als ständige Projektionsfläche nehmen, an denen wir uns abarbeiten, sind wir nicht wirklich weiter, weil ein Pol erzwingt seinen Gegenpol. Es muss Idioten geben, aber auch Leute, die sich auf die Idioten konzentrieren. Dann ist man im Grunde auch ein Idiot. Sich abwenden, weil womit wir das alles bezahlen, und das ist die Währung, mit der wir es wirklich zu tun haben, und die kannst du nur freiwillig geben, das ist, Paula, unsere Aufmerksamkeit. Wenn niemand von uns mehr Zeitung lesen würde, kein Radio anmachen würde, kein Massenmedium, dann wüssten wir das alles gar nicht und die Menschen könnten noch gar nicht gehorchen. Und wenn der Herr Pistorius sagt, irgendwie Operation Deutschland, Generalmobil machen, bekäme es keiner mit. Du musst schon freiwillig einschalten, damit man die Angst machen kann. Wenn du das ausschaltest, das alles nicht mehr einschaltest, bist du unerreichbar für diesen Irrsinn. Und das ist die große Macht, die wir haben. Aber wir alle wissen eben auch, dass dieses Gerät hier hohes Suchtpotenzial hat. Deswegen ist es ja auch so günstig, weil wir sind addicted. Wir ziehen hier alle paar Minuten, gucken wir, wie unsere Klicks sind. So, wir sind ständig in diesem Gerät und glauben, das wäre die Welt, das Internet, und wenden uns damit ab. Ich sehe es ja immer häufiger, Mütter mit Kindern und Kinderwagen, die gucken nicht zum Kind rein, sondern auf ihr Handy. So weit sind wir gekommen. So, und das sollte uns mal klar sein. Wenn man sagt, wir sind eine sehr gut informierte Gesellschaft, wir sind eine Informationsgesellschaft, ich bin ja Wortfetischist, stimmt, wir sind eine Informationsgesellschaft, wir sind in Form gebracht worden, indem wir nur das, was aus der Kiste rauskommt, als die einzige Welt interpretieren, und da ist immer Sondersituation, da ist immer Angst, da können wir das, wie wir es gerne hätten, leider im Moment noch nicht leben, weil immer irgendein böser Mann, ob es jetzt Gaddafi ist oder Syrien jemand, jetzt ist wieder gerade Putin, dann ist zwischendurch mal Trump. Ein böser Mann kommt durchs Fenster und deswegen müssen wir im Moment alles ganz anders, bis der letzte böse Mann von diesem Planeten verschwunden ist. Und das wird erst passieren, wenn es nur noch eine große Macht auf diesem Planeten gibt und die dann alles beherrscht. Ist natürlich Quatsch, weil die Welt ist bereits multipolar. Dazu brauchen wir dann keine schlauen Bücher, die das in der politischen Welt behaupten, dass wir natürlich schon eine multipolare Welt sind, die menschliche Welt. Aber die Welt ist multipolar. Ich war vor ein paar Tagen in so einem kleinen Streichelzoo, wo nur so kleine Tiere sind. Und da habe ich gedacht, was die Natur an verrückten Lebewesen gibt. Ein Insekt, das sah aus wie ein Blatt. Dann ein 53 Gramm schwerer Seidenaffe. Dann habe ich da ein paar Emus gesehen. Also wenn das nicht multipolar ist, dann weiß ich auch nicht. Das Leben ist so unglaublich multipolar. Das heißt, der Mensch muss auch gar nichts erfinden oder machen oder verbessern, sondern das ist da. Deswegen die rein menschliche Sicht mal hinterfragt, sagen, kann man das Leben, die Natur eigentlich auch noch aus einer anderen Perspektive sehen, wie aus der rein menschlichen? Sehr wohl. Und das mache ich. Deswegen diese ganzen politischen Systeme, Frau, Mann, Kinder, Sozialarbeit, Hartz IV, Linke, das ist mir alles viel zu limitiert. Das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Wenn du aber sagst, das reicht mir, um in meinem eigenen Leben von A nach B zu kommen, dann werde ich dich davon nicht abhalten können. Für mich ist das eben eine Komödie, eine Tragikomödie, die ihren Unterhaltungswert schon lange verloren hat. Ich lebe aber trotzdem natürlich in der Raumzeit, und wenn ich in eine Straßensperre gerate übermorgen und man mich fragt, ich habe jetzt eine Viertelstunde Zeit, weil jetzt kommen erstmal amerikanische Kettenfahrzeuge durch, dann muss ich mich damit natürlich auseinandersetzen. Das ist klar. Also ich bin jetzt keiner, der kein Fantast ist. Aber ich sage mir eben auch, das ist eine Perspektive. Aber wenn ich eben weiß, es ist ein Schauspiel, es ist lustig, dann verliert das auch seinen Schrecken. Und ohne, dass das seinen Schrecken verliert, also ohne, dass wir eine Menge Humor dazu packen und diese Lächerlichkeit auch erkennen, haben wir keine Chance. Ja, ich meine, du hast viel mit Humor verpackt und du hast auch immer in deinen Sendungen gesagt, deine Zielgruppe ist Mensch. Ich sage am Ende meiner Sendung immer, bleib neugierig und Mensch, weil ich finde auch die Neugierde extrem wichtig. Die hast du auch angesprochen. Aber du hast ein Wort gesagt, Operationsplan Deutschland. Also das ist natürlich, ich meine, wir beide sind nun mal aus der Friedensbewegung. Jetzt kommen wir mal hier ein bisschen zu Deutschland und dem Frieden. Wie sieht es denn damit aus? Also es gibt ja diesen tausendseitigen... Entschuldigung, dass ich lachen muss. Aber es gibt diesen, weil ich recherchiere danach und dann denke ich, Scheiße, muss ich jetzt 1000 Seiten lesen, ja? Also, es gibt diesen tausendseitigen Operationsplan Deutschland, auch herausgegeben vom Verteidigungsministerium. Herr Pistorius meint ja, wir müssen kriegstüchtig werden. Wir hatten ja mal einen Weg beschritten. Da wollten wir weg von vom Wehrdienst und komm schon, Deutschland muss friedlich sein. Wir sind doch verantwortlich für zwei Weltkriege, brainwashed ein Leben lang in der Schule. Und jetzt sind wir auf einmal genau da. Ich meine, gut, ich habe es prophezeit und ich glaube, du auch. Ich kann mich jetzt nicht genau an die Sendung erinnern, aber ich habe zumindest immer gesagt,
Also wenn die Grünen nochmal dran sind, gibt es wieder Krieg. Und ich glaube, das hast du auch mal gesagt, Ja. irgendwann. So, mir war das völlig klar. Und dann dachte ich, nein, jetzt sind die gewählt worden. Und guckt an, was kommt. Also ich meine, vielleicht ist es eine Heraufbeschwörung, aber ein tausendseitiges Dokument hat so viele Regeln, Gesetze, Ausnahmen der Regel und so weiter da drin beinhaltet. Und vor allem gilt das für die Bevölkerung. Und das ist denen gar nicht klar, wenn du dann sagst, hey, hast du noch nicht den tausendseitigen Operationsplan des Verteidigungsministeriums gelesen? Gucken die dich an, sagen die, die Alte hat einen Schuss weg. Ja, na klar, ich habe einen Schuss weg, weil ich habe den Schuss gehört. Aber die haben den Schuss nicht gehört. Und anstatt dass sie sich da reinsetzen und sagen, warte mal, muss ich dann zwangsarbeiten vielleicht? Warte mal, muss meine Firma umgerüstet werden, um der Kriegswirtschaft zu dienen? Muss ich als Krankenschwester dann wirklich die Toten und Verletzten oder Halbtoten, die aus dem Kriegsgebiet zurückkommen, muss ich die zwangsweise wirklich pflegen? Also das, die lesen das nicht, halten andere, als ob sie denn nicht mehr alle Tassen im Schrank hätten, aber sie wissen gar nicht, was ein Kriegsrecht bedeutet. Denn im Kriegsrecht sagt dir ein Polizist oder Soldat stehen bleiben und du sagst, leck mich am Arsch und er darf dich erschießen. Da kommt kein Gericht. Kein einziges Gericht, das sagen würde, das war falsch. Du hast nicht gehört, was man dir sagt. Wenn du nach 8 Uhr noch auf die Straße gehst, während es Krieg gibt, kannst du erschossen werden, denn du darfst das nicht. Also, was glaubst du, was im Kopf der Menschen vorgeht, wenn sie hören, es gibt einen Operationsplan Deutschland mit 1000 Seiten? Lesen sie das? Nehmen sie es wahr? Lohnt es Nein, das sich, da müsste, aufzuklären? als SMS runtergebrochen werden oder was ich, irgendein ein YouTuber muss das in 3 Minuten erklären können, dass man das leichter konsumieren kann. Das hat Vor- und Nachteile. Die Menschen wissen natürlich nicht, was Kriegsrecht ist, weil Kriegsrecht bedeutet, dass es eine Befehlsstruktur gibt und Befehl bedeutet, du entscheidest nicht mehr oder darfst nachfragen oder das geht durch irgendeine Plenarsendung, sondern das wird genauso gemacht. Und es ist interessant, das machen wir natürlich alles nur, um auch die Demokratie nach Russland zu bringen. Und wenn wir, der Westen, Demokratie exportiert, dann immer mit einer Firma, wo es keine Demokratie gibt, nämlich Soldaten. Da gibt es ja keine Demokratie. Da wird ja ein Befehl ausgeführt. Ich glaube natürlich, dass die neue Panzergeneration auch so ist, dass der auch queere oder schwangere Männer Platz drin haben. Das ist der große Hoffnungsschimmer und dass es an der Front auch die dritte Toilette gibt. Das ist schon ein Riesenzugewinn auch für den Krieg, muss man dazu sagen. Aber ernst zu werden, was geht hier eigentlich vor? Ich glaube, der größte Fehler, weil du am Anfang unseres Gesprächs auch von Mauerfall gesprochen hast, der größte Fehler, den der Westen gemacht hat, ist zu verstehen, dass er einen strategischen Fehler gemacht hat, nämlich er hätte eigentlich Russland in den Arm nehmen müssen und sagen zu, wenn wir beide jetzt weiterhin dieses kapitalistische Spiel spielen oder du auf Kapitalismus umsattelst und die Chinesen das dann auch tun, die waren ja auch noch leicht kommunistisch, die haben jetzt ja beides gemixt, dann produziert dieser Planet zu viel und das geht nicht, weil dieser Kapitalismus lebt ja davon, dass er andere Märkte erobert, indem er überproduziert. Und wenn die anderen das jetzt auch machen, dann muss irgendjemand weg. Das ist wie die Reise nach Die Jerusalem. Reise Das nach Führer weg Jerusalem, müssen. ja, wollte ich Genau. gerade sagen. Genau, in Jerusalem. Ne? Das endet dann eben im Gazastreifen, um es mal ganz böse runterzuformulieren. Das ist eine andere Geschichte. Da kann man nicht vergleichen, kann man alles nicht vergleichen. Natürlich nicht. Das wäre ja Massenmord. Wenn Putin das machen würde in der Ukraine, was wir in Gaza erleben, das wäre schlimm. Aber so, ich habe immer gefragt, warum Putin nicht gesagt hat, also was ich in der Ukraine mache, das sind meine Golanhöhen, wissen Sie? Aber nochmal zurück. Natürlich haben die Menschen das nicht gelesen und die denken, das ist weit weg, weil Krieg kennen sie natürlich nur aus dem Fernsehen. Krieg hat es schon immer gegeben, das ist auch für uns nicht neu, aber Krieg war ja in Afghanistan, es war in Jugoslawien, hatten wir auch in Europa, darf man nicht vergessen, und es ist im Irak und irgendwo in Afrika, aber Krieg so bei uns kennt man nicht. Wir sind erschrocken, wenn irgendwo ein Bandenkrieg stattfindet oder wenn irgendwo man in der Fußgängerzone abgestochen wird. Das ist schon ganz schön heikel, aber Krieg bedeutet die totale Willkür. Krieg bedeutet auch die Verrohung der Gesellschaft an sich. Das bedeutet den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Wenn der Krieg von der Front verlegt wird in deine Stadt, da ist nämlich dann die Front. Weil der Krieg hat nämlich eine Regel, dass es keine Regel gibt. Das haben viele nicht verstanden. Ich sage den Satz nochmal. Krieg hat die Regel, dass es keine Regel gibt. Dann sagst du, das ist ja unfair. Massenvergewaltigung durch eigene Soldaten gehört dazu.
Also da, das aber die eigenen Soldaten, das gab's ja auch, die Befreier haben ja auch in Deutschland vergewaltigt, nicht nur die Nichtbefreier, auch die befreienden Soldaten, ob es Amis waren, Franzosen waren, Briten waren, das ist ein Tabu, aber das hat es natürlich auch gegeben. Das heißt, da wird der Mensch und vor allem der Mann auf sein Archaisches zurückgeworfen und kann die Sau rauslassen. Ist auch ein Ventil, weil alles, was im Krieg verboten, im Zivilleben verboten ist, das ist im Krieg ja erlaubt. Also einfach willkürlich morden, erschießen, sadistisch sein, nehmen, was man haben möchte, und zwar alles, ja. Und zwar ohne, dass das in irgendeiner Art und Weise geahndet wird, sondern im Gegenteil, wenn du am meisten das eben tust und dann bist du erfolgreich, dann kriegst du sogar einen Orden, ja. Wenn du irgendwie Dörfer niederbrennst, Frauen und Kinder erschießt, den Feind bekämpfst, du nennst es dann eben nicht so, das sind Heldentaten, da ist es ein robustes Mandat, das wird auch sprachlich anders dargestellt. Dann kommst du mit Blechorden nach Hause und dann wird dir dein General sagen, das Schöne ist, dass ihr dabei immer anständig geblieben seid. Jetzt soll sich das wiederholen und wir müssen ein Muster erkennen. Die Amis haben das damals nicht getan und sie haben alles dafür getan, seit über 150 Jahren mit den Briten, dass Deutsche und Russen sich nicht treffen, damit eben ein Technologieland oder ein rohstoffreiches Land sich nicht verbinden. Und da haben sie wirklich einen strategischen Fehler gemacht, sodass sie sich mal die Frage stellen, arbeiten eigentlich Chinesen im Weißen Haus? Haben es geschafft, dass Russen und Chinesen zusammenarbeiten? Und ich habe es nochmal verglichen, China ist größer als Deutschland und auch die Wirtschaftsleistung ist ein bisschen größer. Jetzt haben wir also ein viel größeres Technologieland und ein sehr rohstoffreiches Land und dann haben wir die BRICS-Staaten, wo jetzt auch noch andere Staaten drin sind, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie auch noch rein wollen. Das wird immer größer und die stellen 2/3 der Menschheit dar und sind, was die Wirtschaftsleistung angeht, bei 45% und die sind zum Teil auch atomar bewaffnet. Das kommt noch erschwerend hinzu. Das sind also während den BRICS-Staaten Atomstaaten, also Plural, ja, die sich auch gegenseitig besuchen. Also Putin war jetzt gerade in Nordkorea und so weiter. Hat Putin ja auch gesagt, wenn ihr unsere Peripherie bewaffnet, dann bewaffnen wir eure Peripherie. Ich würde davon ausgehen, dass mit jeder Staat kann wählen, zu welchem Militärbündnis er gehört, dass das sofort obsolet werden würde, wenn die Chinesen sich entscheiden würden, zusammen mit Mexikanern eine Militärbasis an der amerikanischen Grenze. Da kann doch jeder machen, was er will. Oder wenn die Russen wieder sagen, ach, ein paar Atomraketen auf Kuba, kann doch jeder bestimmen, was er will. Wir wissen, das ist alles Bullshit. Aber zurück auf Deutschland, zum Thema Operationsplan Deutschland. Es ist schon bezeichnend, dass so ein Gewächs wie die Grünen, das ist ja ein von den Amerikanern übernommenes Gewächs, nicht hier in Deutschland entstanden, mit entstanden, aber von den Amerikanern übernommenes Gesetz, dass ein deutscher grüner Außenminister, nämlich Joschka Fischer, gesagt hat, nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg. Ist das einfach interessant, weil erst kam der Krieg und dann kam Auschwitz. Er hat es umgedreht und hat dann eben dazu beigetragen, dass Deutschland damals eben diesen wirklichen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen hat. Ja, 78 Tage haben wir Jugoslawien bombardiert, also Deutschland. Deswegen, wenn sich einer von diesen Politikern hinstellt und sagt, es war ein Rechtsbruch, eine Zäsur in der deutschen Geschichte, als Putin mit seinen Panzern die ukrainische Grenze überfahren hat, was illegal natürlich ist, ja, aber es gibt eine Vorgeschichte immer. Das wissen wir spätestens seit Machiavelli. Es gibt bei Geopolitik immer auch eine Vorgeschichte. Und wenn man die ausblendet und sagt, ja, jeder kann machen, was er will, dann ist man einfach naiv. Das ist wie bei Straßenbanden, da gibt es einfach eine Trennlinie und die sollten die beachten, weil sonst kommt es zu so einem Bandenkrieg und daran kann keiner Interesse haben. Außer diejenigen, die die Banden kontrollieren. Das ist noch eine andere Geschichte. Also Waffenhändler zum Beispiel. Aber es war ein deutscher Außenminister und es ist eine deutsche Außenministerin, die ja alles ist, Außenministerin, die gesagt hat, die Russland mal eben den Krieg erklärt hat. Das sind beides Grüne. So. Und das Schöne ist an diesen Grünen, dass die bei diesem Krieg ja nicht teilnehmen wollen, ja, oder werden, weil die ihre Kinder in Sicherheit bringen. Auch von der Leyen würde ihre Kinder nicht an die Front schicken. Aber ich würde mir wünschen, dass gerade diese Politiker und ihre Kinder an der Front erstmal Aufräumarbeiten leisten. Zum Beispiel, aber auch viele Journalistinnen oder welche, die sich dafür halten, hier Ulrike Herrmann zum Beispiel, die ja, glaube ich, für die Taz schreibt. Einfach mal so 14 Tage Fronturlaub an der Front selber und Frau Ulrike Herrmann, die ja leidenschaftlich dafür trämmelt, dass wir auch endlich auf Kriegswirtschaft umsatteln, dass die einfach mal in einem ukrainischen Krankenhaus einfach mal Beine mit amputiert. Ja? Oder einfach Leichenteile nach Beschuss einsammelt für ein robustes Mandat. Das sind meiner Meinung nach alles Schreibtischtäter und Weicheier. Und wenn es nach mir gehen würde, würde ich einen exklusiven Shuttle-Service für die ganzen Taz-Redakteure und linken Redakteure und Maischbergers direkt in die Frontzone. Ich würde das filmen, ich gehe auch mit, habe ich schon gesagt. Sag, na, wie ist es? Der 23-jährige Peter jetzt ohne Kopf. Ja, wie sieht's aus? Locker bleiben. Macht das was mit dir? Aber was wir tun, ist ja immer, wenn wir von den Russen und den Ukrainern reden, die Russen und die Ukrainer gibt es nicht, aber die wir da ins Feld führen, das sind ja ukrainische Kinder und das sind auch ukrainische Russen. Das heißt, die werden ja auch von irgendwelchen Eliten an der Front verheizt und den Ukrainern hat das bisher überhaupt nichts gebracht. Ja, wir waren ja haarscharf, haben ja Ukrainer und Russen an einen Friedensvertrag verhandelt. Der wurde ja dann von den Amerikanern und von Herrn Johnson Großbritannien unterminiert. Warum? Weil man das nicht will. Was will man nicht? Was wir hier haben, ist ja ein Stellvertreterkrieg und da bin ich natürlich gleich in der Geopolitik. Es geht nicht um die Ukraine. Es geht darum, dass, was Friedman schon gesagt hat, dass wir uns in Europa auf ständige Scharmützel konzentrieren müssen, damit am Ende des Tages die Russen
und die Chinesen als Wirtschaftsnation, als BRIC-Staaten nicht große Teile Europas übernehmen, ja, also die sie eh nicht schon haben. Das heißt, um diese neu aufkommenden oder wieder da zurückkommenden Nationen zurückzudrängen, brauchen wir irgendwelche Scharmützelkriege, wo wir immer sagen, das ist aber gar kein NATO-Krieg, sondern da kann jeder, der in der NATO drin ist, nach eigenem Ermessen die Waffen, die wir ihm geben, nutzen, um damit Russland anzugreifen. Mal nur andersrum gedacht. Wenn die Russen es nicht persönlich nehmen dürfen, dass die Basis, um die Ukraine mit Waffen zu versorgen und logistisch, dass die in Wiesbaden ist, also da, wo die Amis schon sind, also nicht irgendwo in Frankreich, auch nicht in Polen, auch nicht in Finnland oder im neuen Schweden, was ja bei der NATO, sondern in Deutschland, in Wiesbaden. Und auch die Taurus-Waffen, wenn wir die jetzt durchschicken an die Ukraine und die nach eigenem Ermessen entscheiden können, womit sie da Russland angreifen, wenn die das nicht persönlich nehmen sollten, würden es die Israelis persönlich nehmen, wenn die Russen solche Waffen nach Gaza liefern würden, damit die Hamas nach eigenem Ermessen damit israelische Ziele angreifen können? Oder würden das die Amerikaner persönlich nehmen, wenn die Chinesen Waffen an die Mexikaner liefern würden oder irgendeine andere oder nach Vietnam liefern würden, damit die Vietnamesen sich überlegen oder die Koreaner überlegen, ob sie vielleicht Nordkorea und Südkorea. Da würde jeder sagen, Entschuldigung, was machst du denn da? Da bewaffnest du jemanden und kannst dich nicht rausreden, ich habe dem nur die Waffen geliefert. Ja, das geht gar nicht. Das wäre in der zivilen Welt übrigens totaler Irrsinn. Wenn du auf dem Schulhof ja einem Schläger deine Waffen geben würdest, damit es da aufräumt, dann könntest du nachher nicht sagen, ich habe die ihm nur geliefert nach eigenem Ermessen. Dann würde ich sagen, Entschuldigung, du hast den erst bewaffnet. Ohne deine Bewaffnung hättest du diese Scharmützel gar nicht gegeben. Aber zurückzukommen, wir bereiten gerade wieder von deutschem Boden zum dritten Mal in 100 Jahren einen Waffengang gegen Russland vor und glauben, dass wir den gewinnen können. Und das Einzige, was bei der Sache positiv ist, ist, wir haben bisher nicht mit einer Generation zu tun, die schnell wie Windhunde ist, hart wie Kruppstahl und zäh wie Leder, sondern das ist eine sehr woke, verweichlichte Generation, die mit dem Lastenfahrrad zur Schule gebracht wurde und dann immer noch zu Hause noch das Sandmännchen vorgelesen bekommen hat und 3D-Brillen auf hat und sich da irgendwie Star Wars-Filme drauf anguckt oder irgendwelche Ballerspiele. Die haben ja mit von Krieg gar keine Ahnung und das ist ja auch gut so. Mit denen wirst du keinen Feldzug hinbekommen. Weil diejenigen, die wir schon mal hatten, die wirklich so waren, ja, diese Generation, die ist ja bis Stalingrad gekommen, aber nicht mehr zurück. So, das heißt, dieser Krieg, den wir vorbereiten lassen, ja, das ist ja ein amerikanischer Krieg auf europäischem Boden, wie originell, der wird ja total nach hinten losgehen. Der wird genauso erfolgreich sein wie der NATO-Krieg gegen Afghanistan. Ein Land ohne Armee. Da hat die NATO nach 20 Jahren verloren. Das sind heute die Taliban. Der wird genauso erfolgreich sein wie der Krieg gegen den Irak, gegen Gaddafi, gegen Syrien. Das wird ja alles nichts. Das heißt, selbst unsere NATO, das größte Militärbündnis, das muss man ja auch mal rein militärisch sehen, die können ja nichts. Das ist wie Mitglied der Champions League und gewinnst überhaupt kein Spiel. Keins. Du bist der allerletzte Loser. Du bist eigentlich dritte Liga, behauptest aber immer, du wirst Bayern München. Das ist ja das Verrückte daran, dass wir es mit Leuten zu tun haben, wo ich immer denke, wo ist der Leistungsausweis? Ich meine, wenn man jetzt ein Feldherr wäre, ein Haudegen, ein materialistisches Arschloch, ein Rambo und sagt, Krieg können die aber auch schon gut. Aber die Amerikaner gewinnen nur im Kino. Die gewinnen nur bei Top Gun. Die gewinnen nicht auf realem Boden. Sobald sie auf einen nur ansatzweise ähnlichen Gegner treffen, der entschlossen genug ist, verlieren sie. Die Amerikaner haben in Vietnam verloren. Warum? Weil sobald ihnen jemand gegenübertritt, der ein vollkommen anderes Verständnis hat mit Leben und Tod und bereit ist, sein Leben zu geben, der also eher kamikaze-mäßig arbeitet, haben die Amerikaner verloren. Was ich in Deutschland nur eben sehe, ist diese Naivität zu glauben, dass die Amerikaner es ausgerechnet mit uns Deutschen gut meinen würden. Mit welcher anderen Nation, mit welchem anderen Volk haben sie es denn gut gemeint, nachdem der Moor seine Schuldigkeit getan hat? Wenn wir uns daran erinnern, beim Konflikt mit Syrien, was ist denn eigentlich aus den Kurden geworden? Die Kurden wurden da auch benutzt. Wir alle werden mehr oder weniger benutzt. Und um das zu unterbrechen, sollten die Deutschen sich eins mal eingestehen. Wir sind ein besetztes Land. Und zwar nicht nur militärisch mit 20 Standorten der Amerikaner, sondern wir sind auch intellektuell, obwohl das Wort in Amerika nicht passt, besetzt. Weil wir lesen ausschließlich Presse, die Richtung Amerika orientiert ist. Das ist die Atlantikbrücke. Das ist eine Presse, die immer die amerikanischen Interessen vertritt. Und die Kunst der Propaganda besteht darin, uns zu suggerieren, das wären unsere Interessen. Aber viele haben es nicht verstanden. Das ist übrigens nicht Amerika. Deutschland ist nicht Amerika und der Krieg, der in Europa stattfindet, möglicherweise mit amerikanischen Soldaten, der wird auch nicht Amerika erreichen, denken die Amerikaner. Diesmal wird es anders kommen, weil die Interkontinentalraketen treffen dann über Alaska, was ja mal zu Russland gehört hat, da haben viele nicht verstanden, verkauft worden für 11 Millionen Dollar. Die werden diesmal auf der anderen Seite einschlagen. Das heißt, dieser Krieg wird gnadenlos scheitern, aber er wird extrem viele verbrannt, große Flecken verbrannter Erde hinterlassen. Und wenn du am Ende des Tages die Russen tatsächlich an den Rand bringst,
dann werden sie sich Hilfe holen. Und zwar bei denen, die wissen, dass sie eigentlich gemeint sind. Sie werden sich chinesische Hilfe holen und dann ist nicht auszuschließen, dass es zu Einsatz von taktischen Waffen kommt. Und da sind wir natürlich wieder bei Einstein, der es immer gesagt hat, die Atombombe hat alles verändert, nur nicht das menschliche Denken. Und ich frage mich schon, ob Leute diesen Superfilm, den letzten Superfilm gesehen haben über Oppenheimer und ob ihnen klar geworden ist, was es bedeutet, heutige Atombomben. Das machen sich die Leute gar nicht klar. Das, was früher Nagasaki in Hiroshima war, das ist der Zünder einer modernen Atombombe. Und was danach passieren würde, nämlich ein tatsächlicher Klimawandel durch einen nuklearen Winter, da kannst du nicht sagen, das tut uns leid. Dann ist es nämlich 100 Jahre dunkel und dann kommt es zu großen Hungersnöten. Und die Perversion und dieses Double Speech kannst du auch daran erkennen, dass plötzlich Klimawandel bei den Grünen ja auch kein Thema mehr spielt. Weil wenn man sich wirklich sagt, das Klima wird uns alle umbringen, dann kann man Krieg überhaupt nicht machen. Schon deswegen nicht, weil in der Ukraine ja auch seltene Singvögel bombardiert werden. Das darf man nicht vergessen. Und seltene Lurche, die während der Kampfzone gerade ihre Eier legen oder so. Ja, das geht auch alles nicht. Das spielt alles keine Rolle, weil wir es mit Vollpfosten zu tun haben, wie Herrn Hofreiter. Der ist ja wirklich so intelligent. Oder Frau von der Leyen ist ja keine Grüne, die ist sowas anderes. Aber auch unsere Außenministerin oder auch, ich weiß, ich schweife ab, aber eins ist doch mal, muss man doch mal ganz klar sagen. Unsere Großeltern wurden doch später gefragt, sag mal, diejenigen, die damals bei den Nazis da oben in der Regierung saßen, die waren da zum Teil ziemlich verpeilt. Stimmt, zum Teil waren die ziemlich verpeilt, aber sie waren zum Teil auch hochintelligent. Man kann über Herrn Goebbels sagen, was man will, aber dumm war der nicht. Der war sprachlich gewandt. Der war jedenfalls sprachlich gewandter als Frau von der Leyen oder unser Bundeskanzler. Das ist ganz klar. Sonst hätte er das nur mit der Goebbels-Schnauze und ohne Internet gar nicht machen können. Aber wenn wir später gefragt werden durch unsere Enkelkinder, sag mal, wann habt ihr gemerkt, dass ihr es mit Unterbelichteten zu tun habt? Dann würden die nur aufzählen. Da haben wir Frau Esken, die hat ja noch eine Halbschwester, das ist der Bundespräsident, das sieht genauso aus. Dann haben wir unsere Außenministerin. Da haben wir den Wirtschaftsminister. Der sieht aus wie ein Bahnhofspenner. Ehrlich, der kann nicht mehr Insolvenz erklären. Das kann euch euer Ernst sein. Dann haben wir einen Bundeskanzler, der sich an nichts erinnern kann. Wann habt ihr es gemerkt? Und dann sagen, wir haben es alle gemerkt, aber wir haben auch gelernt, es ist eine repräsentative Demokratie und diejenigen, die offensichtlich einen verblödeten Eindruck machen, die uns in den nächsten dritten Weltkrieg führen wollen, die meinen das eben nicht so. Aber wir dachten, dafür ist dann irgendjemand immer zuständig. Nur wir sind es eben nicht. Ich habe die Frage nicht verstanden. Das ist genau das Problem, was wir heute haben. Es ist für uns alle, die wir nur ein bisschen denken können, offensichtlich, was hier passiert. Aber wir sind trainiert in der repräsentativen Demokratie. Da ist immer irgendjemand, der kümmert sich darum. Und die werden das schon richtig machen. Aber was hat denn unsere Ampel in den letzten Jahren richtig gemacht? Was hat die denn richtig gemacht? Schau dich in Deutschland um. Das sind alles Leute, das sind Schreibtischtäter, die überhaupt keine Ahnung haben. Die fern sind jeglicher Praxis und keiner. Du musst ja, um in dieser Regierung etwas werden zu können, da musst du vorweisen, kein abgeschlossenes Studium, du musst Schulabbrecher sein und überall noch ein bisschen praktisch. Dann kannst du möglicherweise was werden. Und vor allem, ganz wichtig, die Branche, in der du arbeitest, von der darfst du keine Ahnung haben. Das ist ja noch der Verrückte. Das reicht, wenn du sagst, ich bin mit Herzblut dabei. Und wenn man das jetzt mal auf die normale Branche überträgt, überleg mal, ich würde gerne Atomwissenschaftler werden. Ich habe zwar keine Ahnung von Atomkraftwerken, aber ich würde es einfach gerne werden. Ich war in Physik zwar immer schlecht, aber in Eurythmie gut, dann wird man mir die deutsche Atomenergiebehörde übergeben. Wir sagen, du hast die doch nicht mehr alle. Oder ich würde gerne mal eine 320 fliegen. Ich bin gerne mit Herzblut dabei. Ich weiß zwar nicht, was ein Flugzeug ist, aber ich wäre, dann kriegst du diesen Job. Und wir alle können uns die Frage stellen, damit bin ich am Ende. Warum machen wir das mit? Weil wir so konditioniert sind. Das hat schon seine Richtigkeit. Und ich vergleiche es mal mit diesem Reisebus. Wir sitzen in einem Reisebus, irgendwo Italien, Stilfserjoch, und der Busfahrer ist einfach offensichtlich angetrunken. Und die Leute hinten drin, die 30, sagen, also die nächste Kurve bekommt er bestimmt nicht. Wie wird das wohl enden? Na, mit deinem Tod. Jeder würde aufstehen und sagen, Entschuldigung, ich würde gerne hier aussteigen. Ja. Kommt die Antwort, du bist doch gar kein Busfahrer. Ich würde gerne hier aussteigen. Nein, ich kann da nichts machen. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Und wenn der verunglückt, dann wird er auch zur Rechenschaft gezogen. Und das ist unsere Demokratie. Wenn der Bus aber in den Abhang gefahren ist, und das ist, was wir gerade erleben, da wird keiner mehr hingehen können zum Busfahrer. Der Busfahrer ist tot. Wir alle sind stark beschädigt oder tot. Und die Busgesellschaft wird es nicht mehr geben. Und da stelle ich mir schon die Frage, was muss eigentlich noch passieren? Wie dick muss noch aufgetragen werden, bis wir erkennen, wir sind werden von besoffenen Busfahrern regiert, die das überhaupt nicht können und wo ich mir glaube, der hat nicht mal einen Führerschein. Was muss noch passieren? Offensichtlich. Kevan, da sagst du was ganz Richtiges, und zwar ist mir das natürlich auch aufgefallen. Alleine wenn man sie sich anguckt, nur die Gesichter oder Herr Lauterbach zum Beispiel, da denkst du, um Gottes Willen, der muss doch irgendwie mal untersucht werden oder in Therapie gehen, ja, oder den habe ich ja vergessen. Den hast du vergessen, ja, habe ich mich gewundert.
Das wäre. Auf jeden Fall, dass sie keine Ahnung haben, ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, damit man so ein Bullshit überhaupt umsetzen kann. Denn wenn du Leute hast, sagen wir mal so wie dich, du hast vielleicht ein Buch über Manipulation gelesen, vielleicht Nicht hast du nur auch ein paar eins. mehr, ja, vielleicht hast du auch ein paar mehr Bücher gelesen und hast schon Erfahrung gesammelt und dich ausgetauscht und dann kriegst du diese Position. Es ist ja ein Spiel hier, das Spiel des Lebens. So, dann kommst du in eine Position eines Ministers. Und dann kommt natürlich die Entourage, ja, das blendet. Ich habe ja auch schon zwei Interviews mit Ulrike Gero gemacht und natürlich blendet es, wo du da bist. Du darfst in andere Länder reisen, ganz umsonst, in einem Privatjet mit Champagner und Black Label oder Blau Label, Jimmy Beam oder was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, du darfst. Du bist eingeladen auf Galas. Du bist im Fernsehen zu Du bist sehen. wichtig, du bist auf einmal wichtig, ja. Du bist jemand, so, und dann nimmst du natürlich Menschen vom Charakter her, die du vielleicht vorher ausbildest, wie der Herr Klaus Schwab vom World Economic Forum gesagt hat, oh, sie penetrieren überall die Regierungen, meine Leute vom Young Global Leadership. Sie penetrieren, wir penetrieren die Ja. Regierungen. Das sind seine Worte. They penetrate the government. So hat er das gesagt. Also brauchst du Menschen, die überhaupt nicht hinterfragen, wie, wer war das, Wieler oder Drosten? Hinterfragen Sie nicht. Es muss Das hier war Wieler. Das darf überhaupt nie hinterfragt werden. Das muss also immer umgesetzt werden. ganz genau. Also, und dann gibt es einen tausendseitigen Operationsplan Deutschland. Wer hat den geschrieben, weil du vorher das Wort Besetzer gesehen hast, gesagt hast? Oh, dann gucke ich so ein bisschen im Internet und sehe doch, dass diese Operation Plan Germany durchaus was mit den amerikanischen Militär zu tun hat. Und dann frage ich mich natürlich, ja, wer hat diese 1000 Seiten geschrieben in Kooperation mit wem? Und wer muss das eigentlich ausführen? Denn genau da kommt das im Spiel mit diesen Menschen, die dann da sitzen, in diesem Positionchen. Die gar keine Ahnung haben und auch an diesem tausendseitigen Plan überhaupt nicht mitgeschrieben haben, sondern in 3 Minuten erklärt bekommen von irgendeinem, sagen wir, Pentagon-Abgeordneten, ja, hör mal zu, Herr Pistorius, wir brauchen jetzt den Germany-Plan, verstehen Sie? Und dann geht's los. Und der Herr Scholz oder Pistorius sagen dann, oh ja, yeah, wir brauchen diesen Germany-Plan. Ich glaube, mehr ist da gar nicht zu finden. Wenn du mich Nein, da fragst, gebe ich dir was. recht. Bei denen ist ja noch so, dass sie sagen, ich habe mit diesem wichtigen Mann gesprochen oder er hat mit mir gesprochen, also muss ich auch wichtig sein. Ich glaube, man kann es runterbrechen auf den Satz, der ja in den RKI-Papers hineindiktiert wurde, es soll hochskaliert werden. Und zwar auf alle Ebenen. Unser Problem im Westen ist einfach, dass große Nationen wie China nach 150 Jahren Kanonenbootspolitik zurück sind, dass Russland zurück ist. Das heißt, viele Länder, die Kolonialismus erlebt haben, erheben sich im Kollektiv und wir glauben, dass wir das noch durch eine eiserne Faust unterdrücken können, aber das kommt zu spät. So, und das sind wir aber nicht gewohnt, weil wir im Westen sind immer gewohnt, dass wir übermächtig sind, dass wir die besseren Ideen haben oder dass wir, wenn es nicht klappt, am Ende das militärisch machen. Wir machen es dann eben so, wir reiten dann eben die Falklandinseln ein, weil da ist eine falsche Regierung und dann kommen wir eben mit lauter Special Forces oder wie im Irak und setzen uns gegenüber sitzen Leute, die nicht mal ansatzweise eine Chance haben und dann sagen wir irgendwie accomplished. Das ist ja total lächerlich. So, sobald es eine Art von Widerstand gibt, von Entschlossenheit. Das haben wir in Afghanistan gesehen, aber das haben wir auch im Irak gesehen, das haben wir auch in Vietnam natürlich gesehen, und das haben wir auch in Syrien gesehen. Wer ist denn da jetzt eigentlich gerade im Amt? Der Alte? Ja. Dann wird das. Wir hatten da jetzt eigentlich gewonnen. Wir gewinnen nicht. So. Nur diesmal ist es eben so, dass die verbrannte Erde in Europa produziert wird und dass sie sich wie einen Flächenbrand ausbreiten wird, wo natürlich dann diejenigen, die das zu verantworten haben, am Ende des Tages nicht mehr erreichbar sein werden. Da erinnere ich an die deutsche Regierung. Deutsche Regierungen lügen natürlich nicht, ne? Also niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen oder ab 5:45 Uhr wird zurückgeschossen. Und das waren Die zweimal Rente ist Weltkriege. Die sicher. waren, was in Ausgang waren die anders gedacht?
Man darf eines nicht vergessen. Kriege haben als Maschinerie, als Monster ihre ganz eigene Dynamik. Und was sich da alles ereignet, kann aus einem Scharmützel sehr schnell ein Weltkrieg werden. Und der läuft dann anders, wie sich das diejenigen überlegt haben, die gedacht haben, die kriegen das irgendwie begrenzt. Das ist eben wie so eine Biowaffe, die läuft dann aus dem Ruder. Ja? So. Nur, und da bin ich wieder dabei, wir haben es auf diesem Planeten mit Atomstaaten zu tun. Und wenn die sich in ihrer Existenz bedroht sehen, dann werden die am Ende die nukleare spielen. Dafür sind die Atombomben da. Die Atombomben richten sich dann nicht gegen Soldaten, sondern gegen zivile Ziele. Dafür sind sie gemacht. Die Atombombe, die letzte Atombombe ist ja nicht dafür gedacht, um Soldaten zu bekämpfen, sondern um stellvertretend Städte auszulöschen, nach dem Motto, hör zu, das wird ein Pyrrhus-Sieg. So, und nur weil wir es nicht erlebt haben, nachdem es zwei Nationen gibt, die Atombomben haben, dass die zweite Nation nicht zurückschlägt, können wir nicht ausschließen, dass es passieren wird. So, es gibt also eine Eigendynamik und ich möchte daran erinnern, dass wir damals 83 Abel Archer nur sehr knapp an einem Atomkrieg vorbeigekommen sind durch Zufall und dass es auch schon russische Offiziere waren, die den Befehl bekommen haben, sie mögen auf den Knopf drücken, weil man davon ausging, da kämen amerikanische Raketen angeflogen, was aber ein Computerfehler war. So, das heißt, wir haben da schon sehr viel Glück gehabt. Und im Anschluss an einen Atomkrieg, ja, und wenn es nur 50 Atombomben sind von den, glaube ich, 14.000, die wir haben, wird es keinem mehr etwas nützen, dass man sagen kann, das hätte man erkennen müssen, das haben wir unterschätzt. Das nützt dann nichts. So, und die Frage ist, wer könnte denn da Gewinner sein? Und das ist der große Trugschluss der sogenannten Eliten. Das sind ja letztendlich 200 amerikanische Familien, die den Globus regieren wollen. Das klappt aber nicht. Es nützt auch ihnen nichts, weil bei einem Atomkrieg gibt es keinen Ort mehr, wo du dich verstecken kannst. Ich will nur darauf hinweisen, dass du keine eigene Atombombe brauchst, um nukleare Katastrophen zu erleben. Es reicht, wenn in deinem Land Atomkraftwerke stehen. In Frankreich haben wir 53 Atomkraftwerke. Ich glaube, 25 sind im Moment in Betrieb. Wenn durch einen großen Krieg diese Atomkraftwerke in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen werden würden, beschädigt oder aber dass die Kühlung ausfällt, dann entwickelt sich dort Kernschmelze. Was heißt das? Ein Atomkraftwerk nach der anderen an der deutsch-französischen Grenze geht in Luft. Und wenn wir uns erinnern wollen, ist ja ein Atomkraftwerk, was sich in der Ukraine befindet, immer noch schwer beschädigt ist und einen Sarkophag drüber hat, nämlich Tschernobyl. Wie kann man überhaupt in einem Land Krieg führen, was Atomkraftwerke hat? Das an sich ist schon irre. Das kann man nur machen, indem man das ausblendet. Und ich glaube, wenn du heute auf die Straße gehen würdest und würdest sagen, sagen Sie mal, Tschernobyl, in welchem Land liegt denn das? Das wüssten die wenigsten Leute. Weil wenn sie das wüssten, würden sie sagen, da können wir ja unmöglich Krieg führen. Ein Treffer in Tschernobyl, ja, und wir haben ein enormes Problem. Und als das Tschernobyl damals in die Luft geflogen ist, haben wir gemerkt, dass wir in Deutschland 2000 Kilometer entfernt unseren Salat weggeworfen haben. Jetzt stell dir mal vor, du kriegst ein solches Atomkraftwerk nicht gedeckelt. Und da sind wir beim Wort gedeckelt. Das wissen viele Leute nicht. Dieses Atomkraftwerk ist ja in die Luft geflogen, weil zwei Offiziere miteinander irgendwelche Kompetenzrangeleien hatten. Das war also ein menschliches Versagen. So, und um dieses Atomkraftwerk wieder dicht zu bekommen, nachdem es da vor sich hingestrahlt hat, hat die russische Regierung, damals war die Ukraine ja noch Teil des Sowjetimperiums, hat die Menschen zwangsverpflichtet, dass jeder mit einer Schaufel Sand aufs Atomkraftwerk klettert und einen Sand in die offene Stelle stellt, um dann dieses Atomkraftwerk in irgendeiner Weise abzudichten. Diese Menschen wurden nicht gefragt, ob sie das wollen, die wurden bestimmt. Und die sind verbraucht worden. Es gibt für diese Menschen einen ganz bestimmten Begriff, den ich jetzt nicht habe. Aber wie viele Menschen sind in Tschernobyl verbraucht worden, um dieses Atomkraftwerk erst einmal zu stabilisieren? Gib mir mal eine Zahl, Paula. Was denkst du? Nein, nein, es sind Hunderte von Menschen, die aufgrund Was denkst du, der wie viele sind es? Ja, klar, aber Nebenwirkungen. wie viele Menschen wurden zwangsrekrutiert, um in Tschernobyl mit Sand die ersten Aufräumarbeiten zu machen, wohl wissend, Das dass sie waren eine Tausende. tödliche Dosis, bitte? Tausende. 800.000. Die Nur so Zahl kannte ich nicht. zum Thema, Also nee, die. was ich damit sagen möchte, das ist die Bereitschaft. 800.000 Menschen waren dann am Ende bereit, ihre Hinterbliebenen haben eine gute Rente bekommen, ihr Leben zu geben, um ein Atomkraftwerk innerhalb der Sowjetunion zu retten. Sich mit diesem Volk anzulegen und zu glauben, dass die nicht bereit sind, ihr Leben zu geben, ist eine gnadenlos fatale Einschätzung. Und die Ja, hat schon mal absolut Napoleon richtig. falsch eingeschätzt und schon mal Adolf Hitler. Und wir sind zum dritten Mal dabei, das vollkommen falsch einzuschätzen. Also entweder stimmt mit unserem Gedächtnis irgendetwas nicht, oder wir sind einfach doof. Ich Ach, meine, wir können auch mal gucken, was jetzt noch passiert. Natürlich dieses Jahr, wenn Trump gewählt wird, er hat ja schon mal gesagt, er will raus aus der NATO, weil ihm das irgendwie zu bunt wird und er doch lieber ein Verkäufer ist und lieber seine Armee verkauft für gewisse Kriege. Das ist bei dem noch ganz anders beim Herrn Trump. Aber
Nehmen wir mal jetzt diesen Vergleich, weil wir vergleichen immer BRICS mit NATO. Ich würde viel lieber die Shanghai Cooperation, die nämlich so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Die gibt es seit 1996. Ich recherchiere auch gerade darüber. Ich will einen Bericht darüber schreiben und auch mit unserem Freund Hermann Plopper ein bisschen darüber sprechen, über die Shanghai Cooperation. Also das waren zuerst mal fünf Länder. Ja, das war Russland, China und dann die kleinen GUS-Staaten, also Sowjetunion, Republiken, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan. So, war 1996. Ja, da hat ja China auch angefangen, sich wirtschaftlich auf unsere Ebene zu begeben, mehr Kooperation mit dem Westen zu machen und so weiter. Jetzt sind inzwischen aber auch Iran, weil du sagtest, das sind alles Atommächte, Iran, Indien und Pakistan. Pakistan hat auch die Atombombe. Also, und da sind auch mehr Länder inzwischen, Turkmenistan und auch andere sind interessiert, die sitzen schon auf Positionen, die da auch rein wollen. Die Shanghai Cooperation lässt keine NATO-Mitglieder rein, Mitgliedstaaten, also damit das klar ist. In der NATO sind keine Leute von der Shanghai Cooperation, in der Shanghai Cooperation sind keine Mitgliedstaaten der NATO. Langsam, wenn wir jetzt Europa mal als eine Stimme sehen und nicht Deutschland, Frankreich und so weiter, ja, als EU, weil wir haben ja schließlich eine EU-Kommissarin, wie im Kommunismus. Kommissare gibt es immer nur im Kommunismus, aber das hinterfragt auch keiner. Egal, die Frau Kommissarin, die ungewählte Frau Kommissarin, die Die hat also Laiendarstellerin. das, genau, die hat also das Monopol hier auf Europa. Kannst du eins nehmen? Wie viele Mitglieder hat die NATO? Davon sind 27 erstmal eins. Die EU. Es geht nämlich um die EU. Und du hast es richtig gesagt. Wir werden hier verbrannt werden und wir müssen langsam kapieren, wer wir sind als Europa. Wir können nämlich alles sein. Wir können uns neutral machen. Wir können sagen, nein, wir wollen jeder Staat für sich. Wir können alles tun. Aber diese Shanghai Cooperation hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein wirkliches Gegengewicht zur NATO zu schaffen. Und da finde ich es nicht mehr lustig, weil normalerweise hätte ja die NATO aufgelöst werden müssen, als der 2 plus 4 Vertrag für Deutschland, nicht von Deutschland, für Deutschland gemacht wurde, hätte eigentlich die NATO sich auflösen müssen, da ja gar kein kalter Kriegsgegner mehr da war. Rein logisch. Aber sie haben ge gesagt, ah, warten wir mal lieber ab. Wer weiß, was für ein Feind wir noch produzieren werden. Nämlich wieder den gleichen Feind, ja, wie wir jetzt 30, 35 Jahre später hier erkennen können. Was sagst du zu dieser Kooperation, dieser Shanghai-Kooperation? Denn die ist ja gewaltig groß mit Indien, Iran und Pakistan, Russland und China. Das ist ja Wahnsinn. Also Also, ist es Selbstmord, was die NATO macht? Oder vielleicht will Trump da raus, weil er weiß, dass es Selbstmord sein wird? Wie schätzt du das ein? ich glaube, ich kann mal eine Metapher bemühen. Also, wenn wir nur in Fußball denken und immer nur Fußball gucken, wir haben ja gerade auch EU in Deutschland, dann, und sagen einfach, andere Sportarten gibt es nicht. So ist das. Darf ich sagen, sag mal, was ist mit euch? Ihr glaubt, Fußball ist schon schön, spielen schon viele, aber es gibt noch andere Sportarten, andere Nationalsportarten. Es gibt vor allem noch andere Sportarten außer Fußball. Echt jetzt? Ja. Auch Sportarten, von denen du noch nie was gehört hast, so wie zum Beispiel Jall, sagt dir gar nichts. Gibt es aber. Es gibt Sportarten, die sind woanders. Was ist Eishockey? Gibt es Nationen? Es gibt Nationen, da ist Bogenschießen total angesagt, ist Ringen total, Boxen. Es gibt einfach Formel 1. Das sagt mir, ich kenne nur Fußball. Alles ist Fußball. Du hast die NATO angesprochen. Ich habe einen amerikanischen General mal hören sagen, und das ist ja richtig, NATO steht ja nicht nur für Nahtoderlebnis, sondern eben auch No Action Only Talks. Da wird ja nur gelabert. Ja, da wird sehr viel Geld verbrannt und verbraucht in dem militärisch-industriellen Komplex. Aber wenn es mal darauf ankommt, dann kann der Straßenschläger mit seinen 15 Leuten nur zuschlagen, wenn ihm eine alte Frau gegenübersteht. Sobald die aber ihren größeren Bruder dabei hat, verliert die NATO, zieht den Schwanz an und verdrückt sich vom Feld, weil sie das eben nicht kann. Die NATO hatte ein Problem nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Sie hatte keinen Feind mehr, um diese ganzen Rüstungsausgaben, die immer größer werden, zu rechtfertigen. Aber da gab es ja zwischendurch noch den 11. September, den Geburtstag von Beckenbauer. Und da gab es ja dann eben die Teppichmesser-Kollegen, die dann eben ja diese mysteriösen Dinge getan haben, wo jeder Pilot heute noch staunt, wie habt ihr das gemacht? Zum Beispiel in New York zwei Gebäude oder drei Gebäude mit zwei Flugzeugen. Möchte ich gar nicht weiter ins Detail gehen.
Und man hat natürlich dann auch in Washington erkannt, das reicht nicht auf Dauer, aber diese ganzen Acts, die man erlassen hat, diese ganze Kontrolle von zu viel Freiheit auch in den Vereinigten Staaten, weil der Patriot Act, der richtet sich ja auch gegen die Amerikaner, das hat der Snowden eben auch schon erkannt. Da werden ja mehr Amerikaner bespitzelt als der Rest der Truppe. Aber auch, was wir gesehen haben, wie Vasallen bespitzelt werden, abhören unter Freunden, geht gar nicht. Doch, geht super. Die Antennen stehen immer noch auf dem Athlon, spielt ja alles keine Rolle. Wir sind Bücklinge. Und ich glaube, der Rest der Welt, das sind alles Menschen, die man zusammenfassen kann unter ehemalige Kolonialstaaten, wie die sich jetzt nennen, spielt keine Rolle. Die haben sich, die Shanghai Corporation ist der Vorgänger der BRICS-Staaten. All diese Staaten haben keinen Bock mehr darauf. Weil sie eben, wir sind nicht unbedingt viel schlechter geworden, aber die sind viel besser geworden. Das sieht man ja, wenn man mal nach China zum Beispiel geht oder Indien geht oder in den Iran geht oder Saudi-Arabien, da erstaunt man, die haben da auch schon elektrisches Licht und die können auch lesen und schreiben und die sind zum Teil älter. Also Ägypten zum Beispiel, das ist älter als Deutschland, das wissen auch viele gar nicht. Auch der Iran ist schon älter als 1871 und auch Indien soll deutlich älter sein als der Europa. Das habe ich gehört. Steht vielleicht so nicht bei Wikipedia, ist aber so. Ich habe mit einigen Indern gesprochen, die waren jetzt nicht so alt, aber die sagen, das machen wir hier schon tausende von Jahren. Und die Gebäude sahen zum Teil auch schon so aus, als wenn die da doch schon länger stehen und schon bezahlt sind. Also nicht irgendwie auf irgendeiner Bank, amerikanischen Bank, Chase Manhattan noch Schulden offen hätten. Das sind alles Dinge, die passen uns eben nicht. Und was wir haben im Westen ist eine angloamerikanische Weltordnung und die geht halt jetzt zu Ende. So, und was kann Deutschland dann tun? Deutschland hat das Problem, dass wir in dem Sandwich sitzen. Wir sitzen zwischen den Supermächten in einer Provinz, die sich Europa nennt. Europa hat sehr viele kluge Dinge hervorgebracht. Auch die deutsche Philosophie, die deutschen Denker haben sehr viele Dinge hervorgebracht. Von Hegel bis Marx, Goethe bis Schiller, der übrigens einen schönen Spruch schon gebracht hat zum Thema militärisch-industrieller Komplex, nämlich der beste Kaufmann ist der Krieg, er macht aus Eisen Gold. Also neu ist das alles überhaupt nicht, dass Oma ihr Gold für Eisen gibt. Und wir müssen akzeptieren, dass andere Familienmitglieder der Menschheitsfamilie auch schöne Töchter haben und schöne Söhne und dass die eben auch was können und dass die nicht angetreten sind, um unsere Nutztiere zu sein. Das ist nicht so. Und jetzt, wo die eben auch nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch sich wehren können, weil damit der Kanonenpolitik funktioniert nicht mehr, da könnten die zurückschießen, müssen wir irgendwie umdenken. Und weil wir das nicht irgendwie hinbekommen und weil wir immer nur jedes Problem wie eben einen Nagel betrachten werden, wenden wir diesen Hammer an. Das wird aber nach hinten losgehen, weil der Gegner ist uns nicht nur zahlenmäßig, sondern auch theologisch total unterlegen und vor allem, er hat die Faxen dicke. Die ehemaligen Kolonialstaaten, denen steht es hier oben. Wir reden ja auch immer von Afrika, als wenn Afrika ein Land wäre. Afrika besteht aus 53 Nationen und die unterscheiden sich deutlich mehr als Europa. Wir haben von all dem überhaupt keine Ahnung, weil wir immer die koloniale Brille aufhaben. Wir beurteilen die, wir machen aus diesen Wilden etwas, wir gucken, wie weit sie in der Zivilisationsleiter schon zu uns nach oben gekrochen sind. Das ist alles eine total arrogante Haltung. Und wir verleugnen die Realität. Ich kann nur sagen, ich bin wirklich als Reporter sehr, sehr viel unterwegs. Und ich freue mich darüber, wenn ich nach Italien komme, wenn ich nach Russland komme, wenn ich nach Indien komme, wenn ich nach Pakistan komme, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich denke, das war bei uns im ZDF AD nicht so. Es ist immer nur so, dass die zum Teil jetzt schon sprechen können. Das ist nicht der Fall. Und darüber freue ich mich. Aber aus der Sicht eines westlichen Kapitalisten bricht mir natürlich da ein Markt weg, weil ich kann dem nicht immer etwas verkaufen und gebe ihm dafür Glasperlen, sondern der handelt vielleicht mit Dingen, die besser sind, als was ich hier habe. Das ist wirklich ein fairer Wettbewerb. Und da sehen wir, da hat der Kapitalismus große Probleme. Wenn tatsächlich mal ein Wettbewerb eintritt, dass die andere Seite tatsächlich mal etwas hat, was sogar besser ist, dann soll er vom Markt rasiert werden. Das sehen wir auch bei den klassischen Medien. Wir haben ein breites Medienangebot. Wenn es aber tatsächlich mal eine Alternative gibt bei YouTube und die wird zu erfolgreich, dann wird die abgeschafft. Das heißt, unser Kapitalismus ist auch gar keiner. Da sind einige wenige Player, die Regeln für uns aufstellen, an die sie sich selber nicht halten müssen. Und dieser ganze Spuk fliegt auf. Was man sagen kann, ist, ich glaube, der Krieg gegen Russland wird stattfinden. Der ist beschlossen und diejenigen, die ihn beschlossen haben, lassen sich nicht erklären, dass sie das Blatt überreizt haben. Von wem denn? Wer soll ihnen das denn sagen? Wir Deutsche als besetzte Provinz, irgendwelche Italiener, Franzosen, die machen das. Aber er wird nur sehr, sehr kurz gehen mit einem sehr, sehr hohen Preis und die Amerikaner werden dabei alles verlieren. Ihren gesamten Nimbus. Ich kann den Deutschen nur raten, als halber Iraner, wenn man mal durch Deutschland fährt, muss man feststellen, ein sehr schönes Land, das von Harz bis Sachsen, Hamburg bis Bayern auch landschaftlich sehr viel Schönes zu bieten hat. Aber man erkennt auch immer wieder jede Menge noch Lücken.
Da standen mal Häuser und die sind selbst nach so langer Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch nicht aufgebaut. Und jetzt, wo das alles einigermaßen okay ist, wollt ihr einen dritten Weltkrieg in Europa beginnen, der nicht von uns ausgehen muss, sondern die Amerikaner hier reinbringen, die auch schon den Zweiten und Ersten Weltkrieg irgendwie auch Interesse daran hatten, dass der stattfindet. Ja, das ist ja auch Teil der Geschichte, dürfen wir nicht sagen, hat ja damit zu tun, weil irgendjemand hat verdient daran und brauchte deswegen den Krieg, um seine Kredite zurückzukommen. Wollt ihr das wirklich machen? Ich würde mich diesmal verweigern, weil eins ist ganz klar, Deutsche werden wieder an der Front verheizt, ist klar, die dann wieder auf russische Menschen schießen, wie originell, und die Russen werden bestimmt nicht 27 Millionen tote Russen abwarten. Das wird nicht so sein. So, ich kann nur sagen, Deutschland als ein Sandwich-Staat, der zwischen beiden Systemen ist, sollte sich an den Spruch von Egon Bahr erinnern, man kann in der Politik alles verändern, nur nicht die Geografie. Wenn wir etwas können und was unsere eigentliche Ressource ist, dann ist das Bildung. Bildung, was Technik angeht. Mit dieser grünen Außenpolitik und dieser grünen Wirtschaftspolitik verspielen wir aber gerade unser Ass, nämlich dass wir technologisch etwas können. Die ganze Welt sagt, was für Idioten, die haben Mercedes im Schrank und tauschen den übersetzt gesprochen gegen einen Trabi. Was bei euch denn eigentlich los? Ja, die geben alles an Forschung auf, aus irgendwelchen Gründen. Es wird ins Ausland exportiert und das ist ihren Klimaschutz bescheuert. Ich würde mich auf meine Kerntugenden besinnen, nämlich dass ich eine Nation bin, die denken kann, die philosophieren kann und dass ich Wissen exportieren kann. Und das, was ich herstelle als kleine Nische, dass das in aller Welt gefragt ist. Ich werde nie ein ganz großer Player werden. Das ist, glaube ich, auch etwas, was die Deutschen gar nicht mehr wollen, nämlich eine nationale Größe, sondern sie wollen ein wichtiger Player in Europa werden. Sie sind eine patriotische Nation, keine nationalistische Nation mehr, sondern sie sagen Leben und Leben lassen. Meine Nation ist schön, andere sind auch schön. Und dass man gern nach Deutschland kommt, weil wir ein Kulturland sind mit einer schönen alten Geschichte und weil die deutsche Sprache sehr viele Dinge kann und weil Deutschland auch bekannt ist wie die deutsche Klassik zum Beispiel. All das ist das, was wir können. Und dann wollen wir mit allen Völkern Handel treiben. Und dazu ist es wichtig, dass der Gegner, der ja keiner ist, dass der überlebt. Wirtschaft ist auch eine Form von Krieg, der Bessere möge gewinnen. Aber was ich mir ja wünsche, ist Kooperenz, das ist ja mein Wort, nämlich eine Mischung aus Kooperation und Konkurrenz. Die bessere Idee wird von allen geteilt. Weil das, was sich, glaube ich, die Menschen auf der ganzen Welt wünschen, es sei denn, sind Teil der Elite, ist in Frieden leben. Das ist ja die schöne Nachricht daran. Nur das, was Menschen auf dem ganzen Planeten wollen, von Afghanistan bis Aserbaidschan, von New York City bis Taipeh, ist, sie wollen in aller Ruhe leben. Und das ginge auch, wenn wir erkennen würden, dass für alle genug da ist, nur der Verteilerschlüssel stimmt eben nicht. Und der Verteilerschlüssel absichtlich ungerecht eingestellt, damit die einen den anderen aus der Hand fressen müssen. Das ist das größte Problem, was wir haben. Wir haben einen großen Mangel an Allgemeinbildung, weil wir organisieren eben Verbildung. Wir haben ja im Moment, das hat ja auch Patrick Barth neulich bei dir gesagt, da hat er absolut recht, der Mann, wir haben gerade eine Zeit der Gegenaufklärung. Weil wir waren schon mal klüger und das soll alles abgeschafft werden. Die Menschen werden dumm gemacht und die Zentralen für das Dummmachen heutzutage sind die Universitäten. Ja, also das ist ja alles Industriewissen, das ist alles für einen Markt, das ist nicht über den Tellerrand gucken, das nennen wir dann eben Bachelor. Ja, das ist alles Hohlbirne, das ist einfach Studenten produzieren, die nur Konsumenten sind und die Angst haben vor einer weißen Lücke im Lebenslauf, weil was haben sie im letzten halben Jahr gemacht? Da bin ich mal durch die Welt gefahren, habe sie mir mal angeguckt, weil ich soll ja später was zur Welt sagen können, wollte ich sie mir mal angucken. Wenn wir das verstanden haben, dass wir es ändern könnten, wenn wir erkennen, dass die, die uns führen, uns in den Abgrund führen, dann würden wir uns abwenden. Das ist übrigens friedlich zu machen, sagen, schönen Dank, Herr Pistorius, Frau von der Leyen. Wie heißt der Bundeskanzler nochmal? Ich habe es vergessen. Brauchen wir nicht. Und dann könnten wir anfangen, das, was wir Staat nennen, zu hinterfragen und sagen, es braucht schon eine gewisse Form von Staatlichkeit, von Organisation, wie wir das Krankenhauswesen organisieren, die Feuerwehr, die öffentliche Sicherheit. Aber braucht es so viel Staat? Brauchen wir so viel bis in den kleinsten Bereich wie eine Heizung zu? Und was sind das für Menschen, die das sich für uns ausdenken? Das sind von Klaus Schwab bis zu Frau Göring Menschen, die offensichtlich so gehirngewaschen sind, dass sie immer jemanden brauchen, wo sie eine Pfeife ansetzen können, damit der nach dieser Melodie tanzt. Machen wir uns die Augen zu und die Ohren zu und wenden wir uns von diesen Personen ab, weil die sind offensichtlich gestört. Und was ich mir wünschen würde, ist, die alle noch einmal nach Davos einzuladen, dann die Privatjets abzuschließen und die aus Davos nicht mehr rauszulassen. Dann sollen diese lustigen Eliten in Davos, dürfen sie Davos haben, ihre Truman-Show spielen und der Rest der Welt hätte frei. Und dann könnten wir als freie Gesellschaften anfangen, uns neu zu organisieren. Und ich würde das so, glaube ich, dass wir das so machen würden, wie wir es auf der ganzen Welt machen. Wenn Menschen aufeinandertreffen und es gibt irgendeinen Interessenskonflikt, zum Beispiel auf einer Straßenkreuzung, wo die Ampeln ausgefallen sind oder auf einem Campingplatz, was machen sie dann? Ich habe nicht erlebt, auch bei einer Totalsperrung auf einer Autobahn, dass Menschen plötzlich sagen, sag mal, haben wir irgendeine Waffe dabei, ich muss das da vorne mal regeln, sondern die reden miteinander. Das ist das, was Menschen machen. Nur wenn wir von Eliten regiert werden, dann sagen diese Eliten, wir reden auf keinen Fall miteinander, wir schießen aufeinander.
Niemand von uns, und das bin ich froh darüber, hat Erfahrung darin, wie wir aufeinander schießen. Wir haben alle sehr viel Erfahrung, wie wir miteinander reden. Schon in der eigenen Familie gibt es jede Menge Konflikte. Wenn es aber mal wirklich ernst wird, wenn es also auf Sprache ankommt, dann sagen uns die ganz oben, dass Sprache jetzt das falsche Mittel ist. Nach dem Krieg wird übrigens immer geredet. Und ich würde jetzt Folgendes tun, ich würde den Krieg jetzt mal weglassen. Weil die einzigen, die etwas davon haben, ist die Rüstungsindustrie. Wir müssen also auch dafür sorgen, dass wir einen ganz wichtigen Schritt machen. Wenn amerikanische Rüstungskonzerne mit einem deutschen Namen wie Rheinmetall in Deutschland aufrüsten und in der Ukraine machen, dass wir sagen, wir sollten dieses Werk besetzen und wir sollten diese Konzerne enteignen, weil die organisieren den Massenmord. Das ist ein Verbrechen. Wir sollten uns auch die Frage stellen, sollen wir weiter zugucken, wie von Rammstein oder von Afrikon in Stuttgart aus Kriege in Europa durch Amerikaner organisiert werden. Weil wir ja immer sagen, wenn jemand gewalttätig auf deutschem Boden ist, ja, als Flüchtling mit einem Messer, dann soll der ausgeflogen werden. Ich bin auch dafür, dass wir gewalttätige Amerikaner in Uniform endlich ausfliegen. Ich sage deswegen Army, go home. Und was ich jetzt neulich schon mal gehört habe von Frau Baerbock, dass man Gewalttäter generell nach Syrien ausfliegen lässt, dachte ich, das ist eine Riesenchance. Dann kann auch die Antifa nach Syrien. Nee, man muss, glaube ich, Syrer dann ausgeflogen sein. Also was ich sagen möchte ist, wir Menschen sind friedliche Wesen, weil wir kommen nicht gewalttätig auf die Welt. Und man bringt uns in unserer Schule und überall immer bei, hör zu, wir reden miteinander, wir schlagen nicht aufeinander ein. Und jemand, der so etwas tut, der kriegt gesiebte Luft zu atmen. Aber im Krieg ist das plötzlich das Normalste von der Welt, dass Menschen, die sich nicht kennen, normale Völker, ihre Kinder an einen Ort schicken, wo sie sich gegenseitig umbringen. Wer so etwas fordert, muss primitiv sein. Und das ist ein Intelligenztest. Wer dem zum dritten Mal in 100 Jahren folgt, der hat nicht eine Nadel in der Tasche. Und dann sollten wir dem aber nicht folgen. Und ich kann nur sagen, die meisten Deutschen taugen nicht zum Krieg, schon rein körperlich nicht, ja, schon nicht. Das ist schön, ja, weil die brauchen ja dann noch ihre kleinen Biosaft, Apfelsaft, ja, und ihre Biozigaretten und so weiter, um das machen zu können. Ich würde mich auf diesen Scheiß nicht mehr einlassen. Und Herr Pistorius wird ja auch mal sehen, mit welcher Art von Soldaten er es zu tun bekommen haben wird. Er hat es ja auch schon gesagt in seinem 1000-Punkte-Plan. Es gibt eine gewisse Freiwilligkeit, solange es genug Soldaten gibt. Und wenn man sich dann nicht meldet, dann wird man gemeldet, dass man sich gefälligst zu melden hat. Ansonsten hätte das Konsequenzen. Auf die Frage, wann ich meine Kinder an die Front schicken würde, antworte ich ganz simpel. Wenn die Kinder von Pistorius, Kiesewetter und Frau von der Leyen alle gefallen sind. Und weil das nie passieren wird, weil die nie gehen, schicke ich auch meine Kinder nicht an die Front. Okay? Und jeder, der sein Kind an die Front schickt, um das Land zu retten, ist ein Schwerverbrecher. Okay? Der ist keine Eltern, der ist gehirngewaschen, der ist ein Arschloch. Und da sollten sich die Kinder die Frage stellen, was ist mit meinen Eltern los? Und da würde ich als Kind das Land verlassen. Ich bin Journalist geworden, damit meine Kinder nie wieder Uniform tragen. Das tun sie auch nicht. Und sie werden es auch nicht. Sie würden theoretisch die Landesgrenzen verteidigen, aber das war ja bis gestern noch rechts. Aber dann außerhalb Deutschlands auf fremde Menschen schießen, das ist cool, ja? Das ist nicht grün, das ist NATO-Leave. Und wenn man Großeltern wie ich hatte, Baujahr 1900, und denen zugehört hat, wie der Krieg so war, dann war das kein Abenteuer, sondern es war ein Gemetzel. Und wenn man diese Großeltern erlebt hat, stellt man fest, die waren am Ende alle wortkarg, die hatten alle die Zitterkrankheit und die haben über Krieg nie wieder geredet und die haben Eltern großgezogen, wie meine Mutter, die auch anders war, weil die ihre Eltern in einem zerbombten Hamburg erlebt hat, die alle verrückt waren. Das heißt, meine Kinder sind die Kinder meiner Kinder, es wird die erste Generation sein, wo man sagen kann, da sind die Folgen des Zweiten Weltkriegs möglicherweise nicht mehr zu spüren. So lange dauert es nämlich, bis das ausgeschlichen ist. Und jetzt, wo wir gerade an diesem Punkt sind, wollen wir damit wieder von vorne anfangen? Auf gar keinen Fall. Und wer das unterschreibt und wer dazu Ja sagt, der ist ein potenzieller Massenmörder und unterscheidet sich insofern von unseren Großeltern, dass die es nicht besser wussten. Die waren nämlich jung, als Hitler ins Amt kam und die hatten eine Dauergehirnwäsche. Wir haben heute diese Geschichte, Erster, Zweiter Weltkrieg, und wir haben heute die Möglichkeit, über alternative Medien zu erkennen, wie man uns einsetzt. Wer also jetzt trotzdem mitmacht, der ist ein hundertprozentiger Opportunist, der macht irgendwo seinen Schnitt. Und das ist der große Unterschied zu unseren Großeltern. Unseren Großeltern, die mit 10 zur Hitlerjugend kamen, den kann man nicht vorwerfen, der hätte euch doch mal schlau machen müssen. Wo denn? Den wurde von Anfang an das Gehirn gewaschen. Für die waren die Nazis und Adolf Hitler ein Gott. Wir wissen es heute besser. Das heißt, wir haben nicht nur die Geschichte, wir sind mit der Wiederholung, die wir machen können, wir haben eben auch andere Medien. Das heißt, es ist reiner Opportunismus oder reine Feigheit. Und was wir hier jetzt im Moment haben, ist ein tatsächlicher Lackmustest für die sogenannte Demokratie, die eine Elitendemokratie ist. Demokratie bedeutet die Herrschaft durch das Volk. Und das Volk wird an der Front verheizt. Weil eins ist ganz klar, es ist noch nie passiert, dass ein Volk einem anderen Volk den Krieg erklärt hat.
Es sind Staaten oder Politiker, die anderen Staaten, anderen Politikern im Auftrag reicher Familien den Krieg erklären. Dann sollen die dort doch hingehen. Okay? Ich erkläre keinem Russen, keinem Iraner, keinem Syrer den Krieg. Würde ich auch nie tun. Wenn ich Probleme hätte mit einem von diesen Personen aus diesem Land, würde ich mit ihm reden und vielleicht aus dem Weg gehen. Aber ich würde nicht gleich dem Land den Krieg erklären. Und wer so etwas plötzlich sagt, das muss eben sein, wie Pistorius es natürlich auch muss und unsere ganze jetzt auf Kriegswirtschaft mit den Grünen umstellen, der hat den Schuss tatsächlich nicht gehört. Aber wenn er ihn wirklich hören will, an die Front, ohne mich. 14 Tage Frontbeschuss in der Ukraine und diese Menschen sind geheilt. Das gilt übrigens auch für Herrn Lanz. Sehe ich ganz genauso. Oder Frau Maischberger, wie sie alle heißen. Einfach mal 14 Tage Frontbeschuss, einfach nur aufräumen und dann nochmal die Frage stellen, ob sie weit denn so für den Krieg als alternativlos trommeln wollen oder eben nicht. Ich, hier mein Plädoyer, kann nur sagen, Deutsche oder auch Nicht-Deutsche, schickt eure Kinder auf gar keinen Fall zur Bundeswehr. Auf gar keinen Fall. Es ist ein großes Pfund, dass wir die Wehrpflicht abgeschafft haben, dass wir keine Kreiswehrersatzamte mehr haben, dass wir eben nicht wissen, wie viel wehrfähiges Material da ist. Und es ist nicht lustig, dass wir plötzlich Milliarden ausgeben für irgendwelche Bunker und Waffen, nachdem wir in Deutschland kein Geld haben für anständige Schulen, sozialen Wohnungsbau und die Deutsche Bahn. Aber für Waffen ist immer genug Geld da. Also es ist immer genug Geld da, damit wir uns gegenseitig als Menschheitsfamilie massakrieren. Wenn es aber darum geht, auf dieser Welt dafür zu sorgen, dass kein Kind verhungert, dann geht das, dann können wir das nicht leisten. Und jemand, der so etwas fordert, ist einfach nur ein Arschloch. Und da rate ich dazu, schalte die Kiste ab und wähle so jemanden nicht. Aber weil wir bei Politik sind, was würde ich mir wünschen? Es gibt eine große Gemeinsamkeit zwischen dem Bündnis Sahra Wagenknecht und der Alternative für Deutschland. Nämlich beide Gruppen wollen keinen Krieg gegen Russland. Es gibt sonst vielleicht nicht viele Gemeinsamkeiten, aber das ist meiner Meinung nach in der Demokratie dann zwingend. Das sind die im Moment stärksten Kräfte, dass diese beiden politischen Kräfte, die einen Auftrag bekommen haben vom Bürger, sagen, hör zu, das überlege ich mir, das hast du dir nicht zu überlegen. Du hast diesen Auftrag vom Bürger gefälligst umzusetzen. Ihr rappelt euch zusammen, denn auch es mag euch vieles trennen. Aber es gibt einen ganz wichtigen Punkt, der euch eint, und das ist Frieden. Weil ohne Frieden ist alles nichts. Und es gibt noch eine gemeinsame, eine weitere. Alice Weidel und Sahra Wagenknecht sind beides Ökonomen. Die einen sind sehr, sage ich mal, neoliberal, ist Frau Weidel, und die andere ist eher, sage ich mal, träumerisch unterwegs, ja, mit sozialistischem Hintergrund. In der Kombination. Man kann nur ausgeben, was man erarbeitet hat. Das hat Frau Alice Weidel recht, aber es haben alle erarbeitet, und da hat dann wieder Frau Wagenknecht recht, das sollte fair verteilt werden. Das ist zum ersten Mal eine Chance in Deutschland. Und wenn die das nicht machen, weil das Bündnis Sahra Wagenknecht sich verweigert, dann wissen wir eben auch, dass es eine Marionettenfirma ist, wo Frau Wagenknecht möglicherweise nicht weiß, was sie möchte, oder weiß, was sie möchte. Aber das Umfeld das Drumherum ist möglicherweise stark CIA finanziert. Das glaube ich ja ganz persönlich. Ja, so. Ich bin gespannt. Das ist jetzt der Lackmustest. Und das ist übrigens eine Riesenchance. Und wenn wir die verpassen sollten, dass die beiden sich nicht auf den Kern, ohne den nichts was ist, einigen, nämlich hör zu, in vielen Fragen sind wir uns nicht einig, aber in der wichtigsten Frage überhaupt sind wir uns einig. Keinen Krieg mit Russland, keinen dritten Weltkrieg in Europa innerhalb von 100 Jahren. Wenn das nicht ausreicht, weil es die Falschen sagen, dann wäre die Basis, wenn die Falschen das Richtige sagen, bin ich lieber mit den Richtigen zusammen, wenn die das Falsche sagen. Weil wenn Merz mit den Grünen zusammen Bundeskanzler wird, und davon gehe ich aus, wenn es Bündnis Sahra Wagenknecht und die AfD nicht verhindert, und der Bürger möchte das, wer das missachtet, der ist kein Demokrat, wenn das passiert, dann haben wir den Krieg. Und das hat mein Freund Willy Wimmer schon gesagt, der die 2+4-Verträge mitgeschrieben hat, nach Scholz kommt Krieg. Und das wäre wirklich das Tragischste, weil uns wird es gehen, wie Bertolt Brecht das gesagt hat. Das ist der dritte Krieg Karthagos. Danach wird Deutschland nicht mehr auffindbar sein. Das garantiere ich. Und das Unangenehme ist, bei meinen Wetten, ich gewinne die. Und ich muss etwas dazu sagen, es tut mir leid, es macht keinen Spaß. Oh, das sind ja düstere Aussichten. Aber in Zeiten, wo Rheinmetall natürlich die rosa T-Shirts unserer Fußballspielenden ein Sponsor ist, muss man sich mal vorstellen, dass da überhaupt noch jemand ein einziger Mensch ins Stadion geht, wo Rheinmetall steht. Das ist natürlich tägliche Gehirnwäsche, die wir hier auch, der die Menschen unterliegen. Ich meine, du hast recht, wenn du sagst, sie könnten bei uns mal reinschauen. Du hast es ja lang genug auch selber gemacht. Und ich bin zum Beispiel sehr froh, dass du jetzt wieder nach einer gewissen Ruhephase auch mal wieder solche Gespräche machst, weil, weißt du,
Ich habe auch immer das Gefühl, ich habe neulich mit Rüdiger Lenz, der ja bei dir, also bei Apolut, immer noch eine Sendung hat und den ich sehr schätze, auch darüber geredet. Ich meine, auch ich ziehe mich zurück. Ich will nicht dauernd. Ich habe über alles geredet. Ich habe über alles ich denke ich immer. Ich habe doch alles gesagt. Von Manipulation über Geopolitik, über die WHO, über das WEF, über die UN, über die 2+4-Verträge. Ich meine, ich dachte so nach 10 Jahren, ist alles gesagt. Und dann habe ich mich auch zurückgenommen. Aber ich komme auch immer wieder, denn Menschen wie du oder ich oder Leute, die seit Jahrzehnten, es gibt nur Leute, die noch länger dabei sind, Jahrzehnte, die kommen Ohne immer Schmerz. wieder, weil sie, ja, die kommen immer wieder aus ihrem Rückzug zurück, weil das Wissen, das wir haben, ist doch ein Wert. Und diesen Wert muss man als Wert auch sehen und auch anerkennen. Und ich denke immer, irgendeiner wird dann was aufgreifen und sagen, ich mach's jetzt selber, ich mach's jetzt selber. Du hast ja auch immer gesagt, glaubt nicht mir, glaubt euch selber, macht selber. Und das kann ich hier auch nur nochmal bestätigen. Also jetzt haben wir 1,5 Stunden fast geredet, Kayvan. Ich würde gern alle paar halbe Jahre mal mit dir reden, um ein Update zu machen und zu gucken, wie du das siehst, weil ich sehe es leider auch nicht ganz so rosig, was auf uns zukommt, wenn wir nicht aufpassen, dass wir im Frieden bleiben und uns verweigern, ja, was die Kinder anbetrifft, und auch die jungen Leute. Lasst euch nicht blenden von dieser Clowns-Show, die in eure Schulen getragen werden, schon mit 16, 17, was eigentlich gar nicht erlaubt ist, dass sie da Werbung machen in den Schulen. Aber sie tun es massiv. Und lasst euch bitte nicht blenden. Kevan, möchtest du am Schluss noch irgendetwas sagen? Ja, möchte ich, weil ich mit dir ja auch mit einer Musikerin spreche. Ich komme ja auch aus der Musikbranche, hätte ich fast gesagt, ist ja keine Branche, sondern aus diesem Metier. Ich habe ja jahrelang als Musikredakteur gearbeitet und dann eine Sendung gehabt, KenFM. Das war ja eigentlich eine John Peel Sessions, 4 Stunden jeden Sonntag, wo Bands gespielt haben. 1700 Bands haben da gespielt, live vor Marshallwänden, nicht nur Das war unplugged. wunderschön. Hey, Kevan, darf ich mal unterbrechen? Aber die Sendung habe ich mir damals wirklich oft angehört und die war auch einfach herzerfrischend, weil du immer so locker und frei, ich glaube, die war sonntags oder so, Ja, sonntags, genau. Gab es auch da saß ich auch schon oft. politische Statements, aber Mensch gespielt. Und für mich ist es eben so, ich habe ja dann aus KenFM eben diese Sendung gemacht, die eben ähnlich wie Günter Gauss zur Person eben im Gespräch gemacht hat. Aus KenFM wurde dann eben Apolut, was ja auch durch euch User finanziert wird, herzlich, die machen Tagespolitik für alle Leute, die vielleicht erst seit Corona aufgewacht sind, sagen, hier stimmt irgendwas nicht, stimmt ja auch irgendwas nicht. Also der Ausnahmezustand, der verkündigt wurde durch den Nicht-Souverän, es kann ja nur der Bürger sein, da stellt man fest, irgendjemand anders war das. Und wenn man sich die AKI-Papers nochmal durchliest, dann da sind eben Akteure von draußen, die den Ausnahmezustand geplant haben. Ein Buchtipp vielleicht aus dem Jahre 2006, Klassiker von Naomi Klein, nämlich Schockstrategie, ja, oder Therapie, Schadstrategie. Ich habe gesagt, okay, was kann man machen? Bin aus der Tagespolitik ausgestiegen, das heißt, ich kümmere mich zwar darum, aber eben nicht täglich und habe mit Sophisticated, nein, Nachnamen eben ein Portal gegründet, wo es mehr auch um philosophische Themen geht, also das, was wir hier zum Beispiel auch mehr machen. Und da gibt es eine Sophisticated Survival Soundtrack, da geht es um Musik, das ist eine Playlist und wenn du damit morgens den Tag anfängst, jeder Titel ist so ausgesucht worden, dass du gut draufkommst. Weil wenn wir kein gutes Gefühl zum Leben haben, dann werden wir nur depressiv und dann kann man uns noch leichter manipulieren und sagen, ja, nimm doch die Pille oder betrink dich doch gleich, hat keinen Sinn. Aber will ich darauf hinweisen, Werbung in eigener Sache. Ich habe ja früher bei KenFM eine Sendung gemacht, die nannte sich Me, Myself, Media, wo ich die Politik eines Monats als Puzzle zusammengefasst habe, damit man das ganze Bild erkennt. Also jetzt verstehe ich die Zusammenhänge, statt immer aus dem Ganzen herausreifen. Und ich bin ja, man sieht es auch auf der Seite, ab September wieder auf Tour mit einem Vortrag zum Thema Propaganda, weil das ist ja alles Propaganda, nämlich nur die Techniken der Manipulation. Und die sind sehr, sehr gut gemacht, muss man dazu sagen. Und ich bin mit diesem Vortrag auf Tour. Wer uns da besuchen möchte, kann das gerne tun. Das ist in diesem Fall der Director's Cut. Und ich sage es gleich dazu, der Vortrag hat eine Pause, die er auch braucht. Er geht aber trotzdem 3,5 Stunden. Und danach hast du verstanden, wie Propaganda funktioniert, wie es schon in der Schule anfängt, aber wie eben auch soziologische Erkenntnisse, es gibt ja auch Drill in der Natur, wie das auf den Menschen übertragen wurde und wie Corona eingetütet wurde und wie das alles funktioniert und warum es so gut funktioniert. Und danach kannst du die öffentlich-restlichen Medien oder Zeitungen so nie wieder gucken, weil du den Zaubertrick erkannt hast. Und das ist irgendwie so, ich
würde dir praktisch jeden Trick von Copperfield im Vorfeld erklären, dann kann er seine Show vergessen. Das wird nie wieder funktionieren. Und das ist, glaube ich, die Basis, damit Menschen ins eigenständige Handeln kommen, zu verstehen, wie man sie einseift. Weil der Punkt ist, die Menschen, die das tun, wissen ganz genau, wie man unsere Aufmerksamkeit manipulieren kann. Wie so ein Zauberer, der hinter deinem Ohr noch eine Taube holt und zum dritten Mal dir einen Geldbeutel gibt. Wie macht er das? Der weiß, wie man dich täuschen kann. Und wir werden über Medien unglaublich getäuscht. Und nachdem man sich das mal angeguckt hat, kann man die Massenmedien im Letzten abschalten und ins Handeln kommen. Und darum geht es ganz am Schluss im Vortrag, wo es nämlich auch darum geht, es gibt einen spirituellen Ausweg. Komm ins eigene Handeln und vertraue, dass du in dir die richtigen Antworten findest. Du musst nur anfangen zu suchen. Das kann niemand stellvertretend für dich tun. Du musst vor nichts Angst haben. Aber wenn du glaubst, dass von der Spitze der Pyramide irgendwelche Antworten kommen, die dich tatsächlich in die Freiheit entlassen, das ist schon ein Trick der Propaganda, bist du schief gewickelt. Lass dich auf das Experimentleben ein und erinnere dich an das, was du als Kind schon wusstest. Das Leben ist eigentlich schön, ohne eigentlich, es macht Spaß und du bist nicht auf die Welt gekommen, um mit Gewalt deine persönlichen Interessen umzusetzen. Du bist auf diese Welt gekommen, um am Ende dein Ego über Bord zu werfen und im Wir zu enden. Das geht aber eben nur durch den Tod. Und jeder, der dir ein anderes Angebot macht, das ist ein vergiftetes Angebot. Das ist nicht neu. Und es gab immer schon große spirituelle Führer, die dir auch in einfachen Formeln zum Beispiel gesagt haben, du sollst nicht töten. Halte dich doch daran. Wenn du mich besuchen möchtest bei diesem Vortrag, geh auf die Seite Sophisticated. Kannst du dir ein Ticket organisieren? Würde mich sehr freuen, weil mir geht es im Anschluss eben auch daran, dass wir in den persönlichen Austausch kommen, weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in die persönliche begegnen sollen. Deswegen war auch das Homeoffice so wichtig, damit wir uns nicht treffen. Doch, doch, wir sind menschliche Wesen und wir sollten uns viel häufiger wieder ums Lagerfeuer herumsetzen und Gedanken miteinander austauschen und feststellen, dass wir an denselben Dingen Freude haben, wie unsere Kinder groß werden, dass wir ein schönes Wetter haben oder ein nettes Radler trinken und dass wir überhaupt keinen Bock drauf haben, irgendjemanden, den wir nicht kennen, mit einer Waffe zu besuchen, um ihn umzulegen. Das ist eine richtige Scheißidee. Und die ist nicht von uns, die kommt von ganz oben. Und da sage ich dazu nur, nein, danke. Und ich sage vielen Dank, Kevan, vielen Dank. Bitte bleib gesund, bitte bleib stark, weiterhin stark. Mir hat es sehr gut gefallen und deswegen sage ich vielleicht in einem halben Jahr nochmal oder wenn du auch willst. Wir haben ja von Infrarot, wo das hier ausgestrahlt wird, ja auch eine Kooperation mit Apolut. Ihr habt sagenhafte, gute Artikel. Also ich teile auch auf meinem Nachrichtenkanal immer wieder Ja. Artikel und Beiträge von Apolut. Also es ist von der Qualität her fast sogar noch besser geworden, würde ich sagen, weil man da breit gefächert einfach Themen hat, die man sich aussuchen kann. Denn man sollte sich mit einem Thema schon ein bisschen länger beschäftigen, sonst sieht man wirklich Genau. nur einen ganz kleinen Ausschnitt. Genau. Also ich Und ich möchte finde, an dieser Stelle nochmal auf etwas hinweisen, und zwar auf Michael Ballweg, der ja am 3.8. wieder eine Demo in Berlin machen wird. Angemeldet, nicht angemeldet, genehmigt oder auch nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir am 3.8., also 3. August, uns alle wieder in Berlin an der Siegessäule einfinden. Und ich hoffe, das sind dann wieder 18.000, die sagen mir zu, wir wollen Frieden. Ich wäre super, wenn wir da eben wieder 18.000 wären. Es können auch mehr sein, man weiß es nicht. ja, also die Zahlen. Also ich danke dir, Kevan. Ja, also ich hoffe, es hat euch auch da draußen gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen, weil wir einfach dieses Verbindende, dieses politisch-philosophische einfach besser verbinden, weil ich glaube, wenn man nur in der Geopolitik bleibt, dann kommt diese innere Aufregung, wo man sich wirklich aufregen kann, weil das einfach ein gefährliches Spiel ist, was sie tun. Aber es gibt diese Komponente, die wir alle brauchen, und zwar den Frieden von innen, und der muss immer wieder gestärkt werden. Ja, also teilt es bitte, teilt auch die Sachen von Apolut. Wir sind so weit, dass wir nicht mehr in diesem Konkurrenzdenken sind, sondern sagen, die Vielfalt ist absolut wichtig, vor allem auch neuere, kleinere Medienportale. Die müssen wir mit unterstützen, weil die kriegen sonst keine, ist völlig klar. Also, vielen Dank und am Schluss sage ich wie immer, bitte bleibt neugierig und bleibt Mensch. Tschüss.